Mein Kind ist noch da draußen. Sie meinen die Straße am Instandsetzungswerk? Sie waren also auf dem Weg nach Hause zur Grevenkoppel. Geschah denn der Überfall vor oder hinter der Eisenbahnbrücke? Die Brücke. Davor. Und was hat der Mann gemacht? Er hat mich gepackt. Er war plötzlich da. Da war ein Gebüsch am Straßenrand. Er hat mir den Mantel über den Kopf gezogen. Mich angefasst überall. Hat er versucht, sie zu vergewaltigen? Ja. Ich konnte nicht weg. Da war mein Sohn, Jakob. Ich hab geschrien. Lauf weg. Ich hab mich gewehrt. Sind Sie vergewaltigt worden? Er wollte es tun. Aber dann ist er verschwunden. Verschwunden? Sie meinen, er ist geflüchtet? Sie sind also nicht vergewaltigt worden, aber er hat es versucht. Er war hinter mir. Hören Sie, mein Kind ist da draußen ganz alleine. Es tut mir leid, Frau Winter, aber wir müssen das hier erst klarkriegen. Sie haben also Ihren Sohn gesucht und Sie haben ihn auch gefunden und waren auf dem Weg nach Hause, als ein Mann aus dem Gebüsch in der kleinen Straße zwischen Fluss und Bahn auf Sie zukam und versucht hat, Sie zu vergewaltigen. Ihr Sohn ist weggelaufen und der Angreifer später auch, ohne sein Vorhaben in die Tat umzusetzen. Ist das soweit richtig? Und Sie können den Mann nicht beschreiben? Konnten Sie denn sehen, wohin Ihr Sohn lief? Ich habe ihn gesucht. Mein Mann ist nicht da. Wir können ihn anrufen. Nein, er ist unterwegs im Osten. Ich weiß nicht wo. Er ist nicht zu erreichen. Gibt es andere Verwandte? Irgendjemanden, dem wir Bescheid sagen sollen? Frau Winter, bitte. Wir werden uns um alles kümmern. Wir werden Ihren Sohn suchen und wir werden ihn auch finden. Glauben Sie mir. Man bringt sie gleich in ein Krankenhaus und dort wird man sie untersuchen. Das ist das Beste im Moment. Haben Sie vielleicht ein Foto von Ihrem Sohn dabei? Er hat einen Roller. Einen roten. Einen roten Roller? Ich muss zu ihm. Frau Winter, bitte. Wir brauchen doch erst eine genaue Beschreibung. Wie sieht Jakob aus? Wie groß ist er? Und welche Haarfarbe hat er? Und vielleicht können Sie uns auch sagen, welche Kleidung er anhat. Was trägt er? Vielleicht. Frau Winter. Hasta la vista, ihr Arschgeigen. Habt ihr jetzt eigentlich schon einen Namen? Mm-mm. Sag mir einen guten jungen Namen. Einer. Nee, Gunnar. Nee, Rontombor. Teichert? Ja, Moment, ich schreibe mit. Leichen von den Williamsburg. Er kann mich mal, Ihr Instandsetzungsplan, ja? Wir sind nämlich nicht zum Spaß hier. Ich bin Staatsanwalt, Oberstaatsanwalt. Mehlhorn. Der Waggon bleibt hier, damit das klar ist. Ja. Morgen. Morgen. Wo ist Frau Block? Da. Ah, der vom Teufel spricht. Morgen, Frau Block. Morgen. Vorsicht. Wir müssen darüber. Morgen. Sein Kind. Haben Sie das nicht gewusst? Nein.
Hat er so gesessen? Niemand hat ihn angefasst außer mir. Und der Täter, logisch. Es liegt höchstwahrscheinlich ein Tod durch Ersticken vor. Soweit ich im Moment erkennen kann, auch eine zusätzliche Verletzung. Eine Blutung im Rachengewölbe deutet auf Felsenbeinbruch. Weitere daraus resultierende Folgen sind nicht auszuschließen. Aber ohne CT und Sektion. Fremdverschulden. Die Jungs von der Spurensicherung werden ja ewig für das ganze Ding gebrauchen. Sand. War der Fotograf schon da? Der hat's leicht. Entschuldigung, Frau Block, hier Meldung der Revierwache. Keine Brille. Seit gestern Abend, 22 Uhr, wird der 6-jährige Jakob Winter vermisst. Bislang haben die Kollegen erfolglos gesucht. Seine Mutter ist Opfer einer versuchten Vergewaltigung gewesen, hier irgendwo am Gelände. Ich habe denen gesagt, wir brauchen den ganzen Bericht. Fragen Sie auch, wo die Frau jetzt ist. Gibt's keinen Vater? Ich kümmere mich drum. Herr, alles klar? Noch eine Woche, dann kommt das Baby. Verstehst du? Ich kann da nicht hingucken. Man darf nicht drüber nachdenken. Du vielleicht. Also dann. Tschüss. Wiedersehen. Sagen Sie Christensen, er soll ein Polaroid machen, bevor Sie den Jungen mitnehmen. Deswegen haben Sie mich gerufen. Das macht er drüben doch sowieso. Wenn wir zu den Eltern gehen, brauchen wir ein Foto und ich will eins von hier. Was ist? Nichts. Ich will, dass Sie sich den Jungen ansehen. Ich habe ihn gesehen. Aber ich möchte, dass Sie ihn sich ganz genau ansehen. Jede Kleinigkeit kann wichtig sein. Und denken Sie daran, es ist das Einzige, was wir noch für ihn tun können. Tja, sieht böse aus. Der Bruch des Felsenbeines hat ein subdurales Hämatom verursacht. Diese Blutung hier. Eine Folge stumpfer Gewalteinwirkung auf den Schädel. Für sich allein genommen eine, zwar früher oder später, tödliche Verletzung. Doch bevor sie zum Tragen kommen konnte, wurde der Junge erstickt. Gibt es irgendwelche Hinweise auf ein sexuelles Verbrechen? Nichts. Keine Anzeichen. Keine Hämatome. Keine Hautpartikel unter den Fingernägeln. Nichts, was auf einen Kampf hindeutet, auch keine Würgemale. Allerdings überall dieser Sand, in den Abschürfungen an den Händen, im Haar, wo wir außerdem farbige Lackpartikel gefunden haben. Alles an Kleidung ist rüber ins Labor. Sandfarbiger Lack. Die Vermutung liegt nahe, dass die Leiche nur im Waggon abgelegt wurde. Der Tatort ist woanders. Aber das ist nur eine Vermutung. Sein Kopf ist gegen etwas gestoßen oder geschlagen worden. Fakt ist, im Waggon gibt es weder Sand noch diesen Lack. Gibt es einen Hinweis auf die Tatzeit? Ungefähr zwischen 20 und 23 Uhr gestern Abend. Gut. Danke. Die Kollegen haben Frau Winter heute Nacht untersucht. Bis auf ein paar blaue Flecken kein Befund. Körperlich ist sie zwar unversehrt, allerdings steht sie unter starkem Schock. Im Moment ist sie kaum anzusprechen. Eine Tragödie, hm? Sie haben ihr also Beruhigungsmittel gegeben? Selbstverständlich. Diazepam. Hochdosiert? Haben Sie einen anderen Vorschlag? Sie ist im Moment unsere einzige Zeugin. Wir tun, was wir können. Und wir machen das nicht zum ersten Mal. Hier rein.
Herr Doktor, wir würden gerne alleine mit ihr sprechen. Ist das möglich? Bitte. Danke. Ich beneide Sie nicht um Ihren Job. Danke gleichfalls. Frau Winter? Ich bin Bella Block von der Kripo in Hamburg. Und das ist mein Kollege, Herr Teichert. Wir haben einen Jungen gefunden. Und wir brauchen Ihre Hilfe. Ich habe ein Foto. Darf ich Ihnen das zeigen? Ist dieser Junge Ihr Sohn? Wir wissen noch sehr wenig. Ein Bahnbeamter hat ihn heute früh auf dem Gelände der Bahn in einem alten Waggon gefunden. Ich habe den Bericht der Wache gelesen. Ein Mann hat sie überfallen und versucht, sie zu vergewaltigen. Vielleicht hat dieser Mann mit dem Tod ihres Kindes etwas zu tun. Es wäre sehr wichtig für uns, wenn Sie uns noch etwas mehr sagen können. Ich habe Sie nicht verstanden. Meine Schwester. Was ist mit Ihrer Schwester? Frau Winter. Aua, aua, du haust aber zu. Hier. Holger und mich. Ich will zum Tisch decken. Das gehört. Dann los, ab Hände waschen. Ich hab keinen Hunger. Was ist denn los mit dir? Tigelst du die ganze Zeit hier rum? Ist das nicht in Ordnung? Das ist die Paschka. Kriegt die noch was? Naja, sie hat mir 50 Mark gegeben. Ja, wovon sollte ich einkaufen? Die kann warten. Sind wir eben nicht da. Ach komm, dir doch selber nicht viel. Guten Tag, Teichert, Kripo Hamburg. Frau Jasmin Brandt? Ja. Und Ihre Schwester ist Sophie Winter? Ja, ist was mit ihr? Sie ist gestern Abend überfallen worden. Überfallen? Auf der Straße, an der Bahn. Ihr Sohn war bei ihr. Wir haben ihn heute Morgen gefunden. Anna! Nein! Holger! Komm doch mal! Da ist was mit Jakob und Sophie. Hey, du machst hier alles dreckig. Hallo. Guten Tag. Also das Einzige, was wir wissen, ist, dass es hier auf dieser Straße passiert ist. Das Gespräch hat meine Kollegin geführt. Und der Mann, der ist dann irgendwo aus einem Gebüsch gekommen? Ja. Ja, hier in der Straße. Gut. Dann möchte ich, dass man die Hausbewohner befragt. Vielleicht hat ja irgendjemand was gesehen oder gehört. Also die Gleise da hinten, ne? Da geht der gesamte Nord-Süd-Zugverkehr drüber. Jede Menge Züge. Da hört man nichts. Schreie oder sowas. Kann man gar nicht hören. Also ich meine, wenn wir hier das ganze Bahngelände durchsuchen müssen wegen dem Sand und dann noch die Leute,
Ist ein bisschen viel. Für wen? Ja, für uns. Dann muss man ein paar Beamte mehr anfordern. Ritter, nehmen Sie das in die Hand. Meine Kollegin wird Ihnen auch nichts anderes sagen. Du weißt doch, dass du hier nichts zu suchen hast. Ist das wahr? Was mit dem kleinen Jungen? Was geht dich das an? Verschwinde. Los, los. Hey, 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 hey. Warte mal. Was hast du denn den Mann da eben gefragt? Nur, ob das mit dem kleinen Jungen stimmt. Woher weißt du denn das? Das haben die da vorne gesagt. Bist du denn öfter hier? Das ist verboten. Ich bin nie hier. Wie heißt du denn? Martin. Und wo wohnst du, Martin? In den Hochhäusern, drüben. Hier, ich will dich was fragen. Guck mal. Guck dir das mal genau an. Kennst du den? Nö. Warum? Vielleicht hast du ihn hier schon mal auf dem Gelände gesehen. Nee, wie denn? Kann ich jetzt fahren? Ja. Schickes Fahrrad. Tschüss. Frau Block, der Diekmann ist schon drüben am Haus der Eltern. Haben Sie sowas eigentlich schon mal gehabt? Ich meine, versuchte Vergewaltigung und dann das Kind? Nein. Macht wenig Sinn, oder? Macht immer wenig Sinn. Schöne Gegend hier, ne? Moment, der Durchsuchungsbefehl. Ich hole gleich ein neues Schloss. Danke. Hallo? Ziemlich finster hier, ne? Stand im Protokoll, wann sie das Haus verlassen hat? Nee. Mittagessen. Dann ist der Junge raus zum Spielen. Bundeswehrpilot. Marine. Mein Gott, ein bisschen Licht ist ja nicht ungesund, ne? Warum hat die Vorhänge bloß alle zugemacht? Beim Überfall, da wurde es doch gerade erst dunkel. Aber die muss die Dinger schon vorher zugemacht haben. Frau, allein zu Hause, abends. Mein Gott, die Einrichtung ist ja der letzte Schrei. Sieht fast so aus wie bei meiner Mutter. Eben. Sophie, ich bin's. Geh doch mal ran. Die Bauernversammlung geht los hier. Geh schon ran. Ich muss gleich arbeiten. Dann später. Jetzt geh ran. Sophie? Oder nicht. Pass auf, Handy geht hier nicht. Also ich bin morgen früh wieder da. Eine Bauernversammlung? Zwei Anrufe, nicht abgehört. Er hat ein Handy.
Entschuldigen Sie? Ja? Herr Uwe Winter? Was kann ich für Sie tun? Sophie? Uwe. Ich verkaufe Sicherheitstechnik. Ich fahre Land und verkaufe. Dann sind Sie hauptsächlich am Wochenende unterwegs. Das kann man sich nicht aussuchen. Ich war 18 Jahre Soldat, Marinepilot. Hilft dir selbst, so habe ich es gelernt. Wann haben Sie denn aufgehört mit der Fliegerei? Vor anderthalb Jahren. Ein Sportunfall beim Karate-Training. Eine Augenverletzung. Aber Sie haben doch eine Abfindung bekommen. Ich bin nicht der Typ, der rumsetzt. Und zu Hause, da kümmert sich Ihre Frau um alles, ne? Ja, ich hätte da sein müssen. Dann wäre das alles nicht passiert. Das Hotel in Schwerin, ach, sagen Sie, wie weit ist das eigentlich von Schwerin nach Hamburg? Eine gute Autostunde, nicht? Sie haben Ihrer Frau auf Band gesprochen, dass Sie heute früh zurück sein wollten, aber Sie sind erst heute Nachmittag gefahren. Herr Winter, ich muss Sie das fragen. Haben Sie eine Freundin? Weiß das jemand? Ihre Frau? Nein. Okay, ich war nicht allein, aber es war irgendein Mädchen, weiter nichts. Also nichts Ernstes? Nichts Ernstes. Ein Mädchen im Hotel, das ist alles. Sie und Ihre Frau, Sie kommen aber zurecht. Wir sind erwachsen. Geht Ihre Frau auch manchmal fremd? Herr Winter, wir brauchen die Adresse von dem Hotel. Warum tun Sie das? Sie kommen in mein Haus. Sie fragen mich, wo ich war. Ich will, dass eins klar ist. Jakob ist das Beste, was ich in meinem Leben gemacht habe. Ich will, dass das klar ist. Es ist nur eine Routineuntersuchung. Wir haben ein paar Bilder aus Ihrer Wohnung mitgenommen und die kriegen Sie später zurück. Ich will aufwachen, verstehen Sie? Ich will aufwachen, Sie. Dass das alles nicht wahr ist. Du bist zurück. Sophie ist wie tot. Ich muss immer an Jakob denken. Ich habe ihn gesehen gestern Abend. Wen? Jakob. Gestern Abend? Er war da am Fluss. Hat Steine ins Wasser geschmissen.
denke, ich schicke ihn nach Hause, war ja schon spät. Und? Und? Nichts und. Ich habe ihn halt gesehen. Vom Bahnhof bin ich da lang. Am Fluss? Das ist doch nicht der Weg zum Bahnhof. Du hörst mir überhaupt nicht zu. Ist ja nur, falls sie fragen. Falls wer fragt? Na, die Bullen. Ich will halt nicht, dass alles noch mal so kommt wie damals. Ich meine, das verstehst du doch. Warum wie damals? Was war denn am Fluss? Holger, du hast mir versprochen, mich nicht mehr anzulügen. Sag mal, spinnst du jetzt oder was? Ich habe Jakob eben da gesehen. Ich weiß doch nicht, was da später noch alles passiert ist. Verstehst du? Keine Ahnung, was die denken. Deswegen. Was sollen die denn denken? Woher soll ich das wissen? Das sind Bullen, verstehst du? Die denken immer irgendwas. Sag eben, ich war Radfahren, ganz einfach. Ich verstehe das nicht. Ja, es ist Panik, es ist bloß die scheiß Panik. Bella, ich hab's. Ganz kurz. Die Welt stand starr und hielt den Atem an, eisig glänzend, ohne Licht. Und in der herabfallenden Stille hörte man den Tod nach Leben rufen. Nur von wegen Welt anhalten und so. Bella? Tag, Frau Winter. Tag. Erinnern Sie sich an mich? Ja. Bella Block. Ja. Wie geht es Ihnen? Geht so. Ich denke, wir fangen am besten gleich an. Ja. Erzählen Sie uns doch zuerst, wo es passiert ist. Ich weiß es nicht genau. Es war mehr da vorne. Ja, da so aus dem Gebüsch. Ja. Hier? Ja. Ist er von dieser Seite gekommen oder von dieser? Sie haben ihn nicht gesehen. Nein. Ja, nur ganz kurz. Außerdem hat er eine Maske getragen. Ja. Ja, so eine wie Motorradfahrer sie aufhaben, so eine schwarze. Keine Angst. Wenn mein Kollege Teichert der Mann gewesen wäre. Teichert, komm. Nein. Nein, bitte nicht. Es fällt mir so schwer zu denken. Wir haben seinen Roller gefunden. Irgendwer muss den da gerade erst hingelegt haben. Ich stand genau hier. Exakt vor 42 Minuten. Ich wollte wissen, wie viele Männer wir brauchen, um das Gelände zu durchsuchen. Und da habe ich zum Graben runtergeschaut. Und der Roller war nicht da. Nicht anfassen. Das habe ich selber drauf geschrieben.
Jakob. Holen Sie den Suchtrupp rüber. Wir kämmen hier alles durch. Zeit für die Kavallerie. Kommen Sie. Ihre Frau braucht Sie. Scheiße. Frau Block! Hallo! Hierher! Profisohle Größe 43. Soweit, so gut. Könnten Wanderschuhe sein, Angelsport oder Winterstiefel. Alles Mögliche. Da müsste Hellseher sein. Was haben wir? Einen Vergewaltiger, der von seinem Opfer ablässt, um einen kleinen Jungen zu verfolgen. Das macht keinen Sinn. Trotzdem, er muss einen Grund gehabt haben. Es war dunkel, als der Überfall stattfand. Mit Sicherheit hat der Täter sich hier ungestört gefühlt. Ja? Niemand auf der Straße, niemand hier unten am Ufer. Er hätte den Jungen liegen lassen können, in den Fluss schmeißen. Es gibt Sandkuhlen, Gräben. Er hatte alle Möglichkeiten. Aber stattdessen bringt er das Kind in einen Zugwaggon. Ein Psychopath hätte sich an dem Jungen vergangen. Aber bei uns, da sah er beinahe friedlich aus. So, als wäre nichts passiert. Sie meinen doch nicht, dass er ihm leid tat. Vielleicht. Möglicherweise hat der Täter sein Opfer gekannt. Niemand. Wir kennen niemanden, der uns sowas antun würde. Wer macht denn sowas? Wie lange wohnen Sie hier schon? Etwas über ein Jahr. Die Großmutter meiner Frau wurde schwer krank. Da sind wir aus Kiel hierher. Ja, sie hat mich großgezogen. Mich und meine Schwester. Hier ist meine Heimat. Dann kennen Sie noch Leute von früher. Ich war 8 Jahre weg. Und Ihr Sohn? Ja, ist die meiste Zeit bei mir. Außer morgens im Kindergarten. Ich habe ihn manchmal losgeschickt. Sollte andere Jungs kennenlernen, ist doch nichts. Immer allein. Ich habe ihm das gesagt. Wäre doch bald in die Schule gekommen. Wir brauchen die Namen von den Leuten, mit denen Jakob jetzt und vor längerer Zeit zu tun hatte. Jede Person, die Ihnen einfällt, auch wenn Ihnen das abwegig erscheint. Wollte Ihr Sohn am Freitagabend noch irgendwo was kaufen? Er hatte 10 Mark in der Tasche. Was? Aber er hat doch nie Geld gekriegt. Mein 20 Pfennig für den Kaugummi, aber hast du ihm das Geld gegeben? Nein. Vielleicht hat er es sich selber genommen. Nein, das ist nicht möglich. Er ist ja gleich nach dem Mittagessen raus und nicht nochmal zurückgekommen. Aber wo soll das Geld denn herhaben? 10 Mark? Das weiß ich doch nicht.
Also Uwe Winter war zur Tatzeit mit einer Frau in diesem Hotel in Schwerin. Aber jetzt Holger Brandt. Zwei Einträge. Körperverletzung vor 9 Jahren. 3 Monate mit Bewährung. Und einmal Haftstrafe vor 7 Jahren. Moment. Hier. 18 Monate wegen gefährlicher Körperverletzung. Na, Halleluja. Holger? Wieso fragen Sie nach Holger? Was ist am Fluss passiert? Was verheimlichen Sie uns? Was ist mit Ihrem Schwager? Wir hatten einen riesen Streit. Das Haus hier wird verkauft, das Erbe meiner Frau und ihrer Schwester. Das ging ihnen alles nicht schnell genug. Wir haben uns sogar geprügelt. Holger, der ist ewig arbeitslos, der kriegt doch nichts auf die Reihe. Es geht um eine Menge Geld, aber... Aber dass er... Das ist unmöglich. Mir ist schlecht. Er kann doch nicht der Mann sein, der mich überfallen hat. Verbrannt ist Ihr Mann zu Hause. Was wollen Sie denn? Sagen Sie uns bitte, wo seine Schuhe stehen. Was ist denn jetzt los? Herr Brandt, wo waren Sie Freitag zwischen 20 und 23 Uhr? Weiß nicht. Radfahren. Zu Hause. Okay, wo sind die Schuhe? Sie können nicht einfach so hier reinmarschieren. Ey, was machen Sie denn da? Und die Größe stimmt auch. Sie sind vorläufig festgenommen. Nehmt ihn mit. Was? Wofür? Sie sind vorläufig festgenommen. Kommen Sie mit! Sie können mich nicht so mitnehmen! Hey, was soll denn das? Ärger. Scheiße! Hey, loslassen! Melde dich aus der Kriminaltechnik. Hey, ich beeile mich. Einer der Beamten wird hier bleiben. Sie dürfen momentan weder die Wohnung verlassen, noch irgendwas unerlaubt anfassen oder alleine telefonieren. Normalerweise würde man Sie mitnehmen. Aber mit Rücksicht auf Ihre Tochter. Wo waren Sie denn am Freitagabend? Zu Hause? Ich war mit Anna bei einer Bekannten und bin dann erst spät um 9:30 circa nach Hause gekommen. Da war Holger da. Er hat doch nichts getan. Kann ich rauchen? Nein. Die Jungs hier haben ordentlich reingehauen. Also sowohl die Fußabdrücke des Erwachsenen als auch die des Kindes konnten einwandfrei identifiziert werden. Sie gehören zu unserem Mann und zu Jakob Winter. Da ist jeder Zweifel ausgeschlossen. Und der Roller? Ja, das ist das andere. Vorbau und Lenker sind penibel abgewischt worden, blitzblank. Kein einziger Fingerabdruck. Ich melde mich, wenn die noch was finden sollten. Für den Moment ist es das. Na dann, Firma dankt. Das wird eng. Tag. Guten Tag. Mein Name ist Mehlhorn. Das ist Frau Block. Also, wir wissen, dass Sie am Fluss waren, zusammen mit Ihrem Neffen. Erzählen Sie mal. Deswegen haben Sie mich geholt, ja. Gibt es einen anderen Grund? Verraten Sie ihn uns. Ich habe Ihnen bloß Hallo gesagt. Hallo? Ich denke, Sie waren Radfahren. Ihre Frau meint allerdings, Sie waren zu Hause. Ganz schönes Hin und Her, hm? Ich war Radfahren und ein paar Zigaretten holen am Bahnhof. Bei der Brücke habe ich ihn dann gesehen, am Ufer. Kam mir komisch vor, war ja schon Abend. Deshalb bin ich runter und habe ihm gesagt, es ist Zeit, nach Hause zu fahren. Halt, bevor es dämmerig ist. Dämmerig? Warum nicht? Kann einem schon komisch vorkommen. Wir haben ein bisschen rumgealbert. Er ist auf seinen Roller und ab. Ganz normal. Sie lügen. Erinnern Sie sich an ein altes Baumhaus? Ein umgedrehtes Boot? Daneben haben Sie gestanden. Kann sein, weiß nicht. Hören Sie mal zu. Ich schwöre Ihnen, ich habe damit nichts zu tun. Er ist mein Neffe. Verstehen Sie? Jakob, ich bin sein Onkel. Schwören. Eine schöne Sache. Ihr Neffe ist tot.
Er wurde nur 6 Jahre alt. Er lag unter dem Boot. Er hatte sich versteckt, er hat sich ganz fest an den Boden gepresst. Seine Kleidung war noch voller Sand, als wir ihn gefunden haben. Er hatte Angst. Angst vor Ihnen. Wissen Sie, es gibt Leute, die können sich an manche Sachen nicht erinnern. Aber bei Ihnen, vielleicht wollen Sie nicht. Sie waren schon mal im Gefängnis. Gefährliche Körperverletzung. Das ist ein totaler Scheiß. Ich war nur am Fluss. Sophie ist meine Schwägerin. Ich meine, warum sollte ich sowas tun? Ja, warum? Sie haben einen Haufen Schulden, keine Arbeit. Ein Haus soll verkauft werden. Sie prügeln sich mit Ihrem Schwager. Aber das ist ja kein Grund, ein kleines Kind umzubringen. Ich sag Ihnen, wie es war. Sie überfallen Ihre Schwägerin mit einer albernen Maske auf dem Kopf und glauben, keiner erkennt sie. Aber es geht schief. Der Junge lässt sich nicht so einfach täuschen. Und plötzlich ist er ein Zeuge, mit dem Sie nicht gerechnet haben. Was haben Sie am Boot mit ihm gemacht? Schwitzen Sie immer, wenn Sie auf einem Stuhl sitzen? Der Sand, der in Ihren Schuhen war, den werden wir auch in Ihrer Kleidung finden. Sicher auch Faserspuren. Wir durchsuchen Ihre Wohnung. Sie haben keine Chance. Es gibt keinen Weg außerhalb der Wahrheit. Sie sind verrückt. Nein, das sind wir nicht. Geht an die Nerven. Uns allen. Aber jetzt wollen Sie nicht mit mir reden. Wovor haben Sie Angst? Habe ich keine. Sie fürchten, dass Ihr Mann Ihnen nicht die Wahrheit gesagt hat. Uns verschweigt er auch etwas. Er hat es mir gesagt. Er hat Jakob gesehen. Ich sollte es nicht sagen. Aber jetzt wissen Sie nicht, warum. Alles schon mal durchgemacht. Er war im Gefängnis für diesen Schwachsinn, aber betrunken. Manchmal, wenn er trinkt, dann... Ja. Schlägt er Sie? Mich? Niemals. Das wird er niemals tun. Warum glauben alle, dass er ein schlechter Mensch ist? Das ist er nicht. Sie sollten ihn mal mit Anna sehen. Seine Familie, die ist ihm heilig. Wir haben immer alles zusammen überstanden. Aber jetzt, die Schulden. Wir können kaum noch die Miete bezahlen. Und er kriegt keine Arbeit. Die haben ihn kaputt gemacht in dem scheiß Gefängnis. Wenn es klingelt, gucken wir erst, ob es der Gerichtsvollzieher ist. Jedes Mal. Und wenn das Haus verkauft wäre, dann wäre alles anders. Letzte Woche hatte Anna Geburtstag. Sie haben sie erwischt im Supermarkt. Ich hatte ihr 2 Mark gegeben für Gummibärchen. Aber sie hat sie gestohlen, um mir das Geld zurückzugeben. Sie ist 5. Ich hasse meine Schwester. Manchmal hasse ich sie. Ich meine, wir haben das Haus doch genauso geerbt. Und sie weiß, wie es uns geht. Und Ihr Mann? Hasst er sie auch? Sie verstehen das nicht. Sie stehen richtig unter Druck. Ich habe ihr alles Mögliche an den Hals gewünscht, aber doch nicht so. Sie trauen Ihrem Mann diese Tat zu. Frau Block? Gibt es dazu auch eine Maske? Sturmhaube oder sowas? Weiß nicht. Wieso? Wo war Ihr Mann heute Morgen? Was? Zu Hause hier? Ich will keine Angst! Ich habe das Recht, keine Angst zu speisen! Das habt ihr schon mal mit mir gemacht! Ich hab Blut, da steht was drin! Niemand darf mich einschüchtern!
ist die ganze Zeit Alles. Sicherungskasten durchgeknallt. Ich bin raus hier! Alles! Nein, hier, ich weiß nicht, dass ihr da draußen rumsteht. Ich sage gar nichts, bevor ich diesen Arzt kriege. Ich habe eine Akte, ich kriege Panik, allein mir steht ein Arzt zu. Das steht mir zu. Loslassen! Wenn Sie so weitermachen, werden Sie nie einen Arzt kriegen. Danke. Jetzt können Sie sich auf mich konzentrieren. Sie lieben Ihre Tochter, nicht wahr? Ihre Frau sagt, die Familie ist Ihnen heilig. Das ist die eine Sache. Und die andere Sache ist, Sie rasten manchmal aus, das ist schon öfter passiert. Der Mann, der Ihre Schwägerin überfallen hat, trug eine schwarze Motorradmaske. Und als er hinter Jakob her war, hatte er Ihre Stiefel an. Sie hatten ein Motorrad. Was haben Sie mit der Maske gemacht? Weggeworfen? Das habe ich nicht. Maske? Was für eine Maske? Nie gehabt. War der Hass so groß? Haben Sie sich denn davon versprochen, dass Ihre Schwägerin am nächsten Tag das Haus verkauft? Das ist nicht wahr. Ich habe nichts gemacht. Sie lügen. Sind Sie scharf auf Ihre Schwägerin? Wollten Sie ihr es zur Strafe mal so richtig zeigen? Fürs Gericht reicht's. Da kommen Sie auch nicht weiter. Ich habe mit ihr geredet. Ich habe sie nicht überfallen. Ich war im Haus, bei ihrem Haus. Bitte, setzen Sie sich. Im Haus bei Ihrer Schwägerin. Nach dem Bahnhof. Ich dachte, reden noch mal mit ihr, nett. Sie hat mich reingelassen, ganz normal. Ich wollte ihr sagen, wie es ist, dass wir kein Geld mehr haben und das alles. Da ist sie rüber, ich hinterher. Die hat mir überhaupt nicht zugehört. Die wollte bloß ihre Tabletten. Immer hat sie irgendwas genommen. Beruhigungspillen. Das Zeug lag überall auf dem Nachttisch rum. Ich stehe da und rede. Und die guckt bloß. Guckt mich an und sagt, was stimmt nicht mit mir? Und dann? Sie hat mich geküsst. Auf einmal küsst die mich. Das war so. Und dann war da Jakob an der Tür. Also, Moment, was? Er war an der Tür, nicht weiter weg als sie. Im Flur. Er hat's gesehen und dann ist er weggerannt. Was hat er gesehen? Wie sie mich geküsst hat. Es ist das Zimmer, wo die Oma geschlafen hat. Da sind Fotos und überall altes Zeug. Und die Tür ist so ein Extra-Eingang. Und ihre Schwägerin? Als hätte jemand einen Schalter umgelegt. Aus dem Nichts hat die angefangen rumzuschreien, dass ich Schuld habe und abhauen soll. Ich bin weg. Zum Fluss, zu Jakob. Ich wollte mit ihm reden, er ist einfach losgerannt. Ich hinterher, aber er war weg, ich habe ihn nicht gefunden. Es war so, genau so. Gut, nehmen wir einmal an, Sie haben ihn nicht gefunden. Was wollen Sie ihm denn sagen? Ich weiß nicht, dass er ruhig nach Hause gehen kann. Haben Sie ihm Geld gegeben? Geld, was für Geld? Sie glauben mir nicht. Warum glaubt mir keiner? Was ich sage, ist wahr. Also, warum sollte Ihr Neffe Angst gehabt haben, nach Hause zu gehen? Das weiß ich. Sonst wäre er nicht weggerannt. Seine Mutter küsst seinen Onkel. Hm? Eben. Mehr war doch nicht. Oder doch? Also, Ihre Geschichte wird nicht besser. Wenn das Ihre Wahrheit ist, warum haben Sie sie uns nicht gleich erzählt? Hm? Keine Antwort. Er lügt, das verdammte Arschloch. Kümmern Sie sich darum, ob er am Bahnhof was getrunken hat. Er war am Freitag fast 5 Stunden weg. Und Ritter soll herausfinden, ob er tatsächlich zu Hause war, als der Roller aufgetaucht ist. Mhm. Aber Sie glauben, da könnte was dran sein. Selbst Napoleon hat irgendwann geschlafen. Der war auch keine Frau. Wodka, das auch noch. Das ist doch... Bella, wie soll das weitergehen?
Ich bin nicht deine Tochter. Und ich bin nicht dein Papa. Es ist 2:30. Ich weiß nicht, was du jetzt da versuchst rauszufinden. Du kommst hierher, du setzt dich dahin, du hast seit 3 Tagen kaum geschlafen. Hast du morgen frei? Glaubst du, ich weiß nicht, was du machst? Ich bin nicht bloß ein Spaßvogel und ein Kuscheltier. Ich habe genug gesunden Menschenverstand, um zu sehen, was dein Job ist und das da. Mir macht sowas Angst. Ich denke an meine Tochter und ich bin heilfroh, dass sie schon groß ist. Jeder würde so denken. Und jeder, der daran denkt, dass Leute rumlaufen, die Kindern ihr Leben nehmen, der kriegt davor Angst. Aber wir schieben die weg. Du kannst das nicht, ne? Willst du sagen, dass ich Angst habe? Du bist nicht anders, Bella. Du trägst auch keinen Zaubermantel. Stress, Wodka, du schläfst nicht. Und das Schlimmste ist, du schweigst. Es gibt nichts zu reden. Das ist ein Job wie jeder andere auch. Ein Job wie jeder andere auch? Und das da? Was ist das? Du hast noch nie das Foto eines Opfers mit dir rumgetragen. Nicht, solange wir zusammen sind. Also, weil du mir deine kleinen Botschaften ab und zu in mein Portemonnaie legst, hast du noch lange nicht das Recht, in meinem Seelenleben rumzuschnüffeln. Gut. Wenn du meine kleinen Botschaften nicht brauchst, dann musst du es eben mit dir alleine abmachen. Weißt du, wohin das führt? Simon. Ihr Schwager hat zugegeben, am Fluss gewesen zu sein und behauptet, Jakob wäre ins Unterholz gelaufen und er hätte ihn nicht gefunden. Ich glaube nicht, dass das die Wahrheit ist. Aber da ist noch etwas anderes. Er hat gesagt, er wäre hier gewesen, bei Ihnen im Haus. Nein. Nein! Er hat gesagt, sie hätten ihn geküsst. Und Jakob soll das gesehen haben. Er lügt. Holger lügt. Uwe! Uwe! Warten Sie! Das ist nicht wahr. Er lügt, er lügt, er lügt! Wer? Sophie, wer? Was haben Sie gesagt? Holger! Was? Was ist mit ihm? Er behauptet, er wäre hier gewesen. Er sagt, ich hätte ihn geküsst. Das ist nicht wahr. Der ist krank. Der ist krank im Kopf. Es soll nebenan noch ein weiteres Schlafzimmer geben. Was ist damit? Ihr Schwager behauptet, dort gewesen Nein, zu sein. Er lügt! Diese Drecksau. Diese verdammte Drecksau. Kann ich das Zimmer sehen? Ist das der Großvater? Das sind die Eltern meiner Frau, auch schon lange tot. Ein Autounfall, meine Frau saß mit drin. Sie hat als einzige überlebt, sie war noch klein, gerade mal 6. Gott, wie Jakob. Verstehen Sie denn nicht? Alle in diesem Zimmer sind tot. Da geht niemand rein. Ich nicht, meine Frau nicht, das ist absurd. Aber irgendjemand macht hier sauber. Sie haben am Freitagabend 2-mal versucht, Ihre Frau zu erreichen. Warum wollten Sie sie so dringend sprechen? Da war nichts dringend. Ich muss dir sagen, dass ich erst Samstag zurück bin. Aber das hätten Sie ihr doch auch beim ersten Anruf aufs Band sprechen können. Und? Ich habe es beim zweiten getan. Was dagegen? Moment. Darf ich noch mal einen Blick? Danke. Nimmt Ihre Frau regelmäßig Medikamente? Hat Holger den Scheiß erzählt? Irgendwelche Beruhigungsmittel.
Was wollen Sie eigentlich? Das sind doch alles Hirngespinste. Vielleicht hat sie Sorgen. Die Trennung, die ganze Woche allein. Vielleicht fühlt sie sich manchmal einsam. Haben Sie darüber noch nie nachgedacht? Sich von neugierigen Blicken zu schützen ist einfach. Man zieht die Vorhänge zu. Aber was passiert innen drin im Haus? Vielleicht verstehen Sie ja, was Sie meinen. Ich möchte Sie bitten, in dem Anbau vorerst nichts zu verändern. Auf Wiedersehen. Warum stellt sie all diese Fragen? Was war bei Oma? Was hat sie da draußen gesucht? Ich weiß es nicht. Ist da drüben irgendwas passiert? War Holger hier? Nein, Uwe, nein. Du sprichst nicht über Jakob, kein einziges Wort und plötzlich weinst du. Zum ersten Mal, ich weiß nicht, was stimmt. Ich weiß nicht, was stimmt. Nimm mich doch einfach in die Arme. Halt mich, bitte. Versuch mich an dein Gesicht zu erinnern, an das letzte Mal, wo ich ihn gesehen habe. Ich erinnere mich, wie ich ihn in die Luft geworfen habe als Baby, an sein Lachen. Ich höre seine Stimme. Ich kann mich an so viele Sachen erinnern, aber nicht an das letzte Mal, wo ich sein Gesicht gesehen habe. Aber ich erinnere mich. Er wollte mit ihm mitfahren. Wie er es im letzten Sommer immer gemacht hat. Er hat in der Einfahrt gestanden. Ich war auch da. Wir haben dir nachgewunken. Hast du uns nicht gesehen? Ja. Im Rückspiegel. Ich stand vor der Einfahrt und du bist ins Haus zurückgegangen. Nein. Wir standen beide da, bis wir dich nicht mehr sehen konnten. Nein. Ich weiß nicht. Und ich habe gewunken. Wir waren doch eine Familie. Wir gehören doch zusammen. Hör auf damit, hör auf! Er war mein Sohn, verstehst du? Er ist tot. Tot. Begreifst du das überhaupt? Wen interessiert das denn, ob du gewunken hast oder nicht? Denkst du immer nur an dich? Verdammt, was ist denn überhaupt noch von dir übrig? Uwe! Lieber Gott, hilf mir. Nehmen wir mal an, Holger Brandt wäre tatsächlich im Haus bei dir gewesen. Und der Kleine an dieser Tür. Kein Überfall an der Bahn, kein Unbekannter. Ist Ihnen klar, was Sie da für ein Geschütz auffahren? Das würde heißen, die Mutter des Jungen lügt. Wir sollten sie herholen. Ich bin sicher, dass da was ist. Nein, tut mir leid. Teichert war am Bahnhof. Holger Brandt hat einige Bier und ein paar Schnäpse getrunken. Er lügt, er war am Tatort. Und er hatte nicht bloß einen Grund für die Tat. Also, alle Fakten und Indizien sind glasklar. Konzentrieren wir uns aufs Wesentliche. Geldmangel, Hausverkauf, Hass auf die Schwägerin, das ist zwar eine Menge, aber dann hätte er sie umbringen müssen. Warum denn den Jungen? Was nützt mir ein Regal voller Fakten, wenn ich keine Antwort kriege? Moment, Frau Blum. Das ist meine Verantwortung. Das ist und bleibt so. Auch wenn sie vielleicht nicht passt. Wir lassen die Frau in Ruhe. Die ist am Ende. Die ist getroffen und zwar hier. Wenn Kinder sterben, da schwindet nicht nur die Hoffnung. Das macht dran, die Zukunft zu verlieren. Und darauf werden wir verdammt nochmal Rücksicht nehmen. Und wenn sie gar keine Hoffnung mehr hatte? Na dann. Bringen Sie mir Beweise. Irgendwas zum Anfassen. Wie schnell ist die Wahrheit das, woran man glaubt? Ist die Wahrheit nicht immer das, woran man glaubt, Herr Milhorn?
Polizei 417 Reimer, schönen guten Tag. Polizei 417 Reimer, guten Tag. Hallo? Hallo? Ja, Block? Es geht um die Kollegin, die am Freitagabend die Aussage aufgenommen hat. Frau Lerche. Nein, das ist nicht nötig. Ich muss Sie persönlich sprechen. Danke. Schönes Fahrrad. Ich habe mal eine Frage. Dieses tolle Fahrrad. Weiß jemand, wem das gehört? Ja, das gehört Martin. Martin? Was für ein Martin? Martin Faust. Und wo wohnt er? Da drüben. In dem Haus, ne? Ja. Danke, meine Herren. Und was kriege ich dafür? Hey, Martin! Nee, du warte doch mal. Ich weiß, dass du ihn kennst. Dazu hätten wir hier noch die passende Jacke. Als Garnitur. Sie können es natürlich auch einzeln haben. Das ist schön. Es erinnert mich an früher. An sonntags manchmal Besuch kam. Bei Ausflügen gingen meine Schwester und ich immer Hand in Hand. Zwei kleine, feine Damen. Ich nehme beides. Können Sie es bitte als Geschenk einpacken? Gerne. Soll ich den Schal auch dazu packen? Nein. Der ist für meinen Sohn. Na, da würde sich freuen. Der nächste Winter kommt bestimmt. Ist sie nicht gut? Nein, geht schon. Aber der Tatbestand Vergewaltigung, wer hat zuerst davon gesprochen? Sie oder Frau Winter? Ich glaube, ich. Ja. Ich habe gefragt, ob der Mann versucht hat, sie zu vergewaltigen. Und welchen Eindruck hatten Sie da? Ich meine, wäre es möglich, dass Sie ihr die Worte in den Mund gelegt haben? Unabsichtlich. Sie meinen, dass das gar nicht passiert ist? Sie war sehr durcheinander. Und von ihrem Mann hat sie nichts gesagt? Nein. Ich habe natürlich gefragt. Ist ja Routine, die nächsten Angehörigen anzurufen. Aber sie hat gesagt, er ist unterwegs und nicht zu erreichen. Nicht zu erreichen? So hat sie das gesagt? Ja. Ja, genau so. Warum? Er hat ein Handy, es war ausgeschaltet. Wenn sie das gewusst hat, sie muss vorher mit ihm telefoniert haben. Schlaf gut, meine Süße. Träum was Schönes. Gleich wieder gehen. Hast du geglaubt, ich mach den nicht auf? Es gab so viele Missverständnisse zwischen uns. Sophie. Mit Jakob, es tut mir so leid. Aber Holger, warum? Ich meine, das kann er doch nicht getan haben.
Jasmin, du hättest damals einfach nicht gehen dürfen. Das hat Oma das Herz gebrochen. Sie war so enttäuscht. Ihr wolltet doch nicht wissen, ob Holger der Mensch ist, mit dem ich glücklich bin. Ihr habt das nie verstanden. Sophie, wenn Holger... Ich meine, er hat sie doch bestimmt erkannt, oder nicht? Du hast immer gesagt, ich hätte dir damals nicht geholfen. Ich wollte, aber es ging nicht. Du konntest immer so viele Sachen besser als ich. Verstehst du, ich hab dich beneidet. Du hast immer gemacht, was du willst. Das konnte ich nie. Das ist doch jetzt nicht wichtig. Bitte, du hast sie noch nicht erkannt. Sie war so enttäuscht. Und plötzlich dachte ich, sie liebt dich mehr als mich. Plötzlich war ich nichts mehr wert. Verstehst du, ich konnte dir nicht helfen. Sophie, was ist mit Holger? Das ist für dich. Für Anna. Das ist ein Kleid für Anna. Ich dachte, ein schönes Kleid kann sie doch jetzt gut gebrauchen. Es wird Sommer. Und für die Beerdigung. Ich habe mir vorgestellt, wie hübsch sie darin aussehen wird. Naja, du wirst es ja sehen. Ich habe auch einen Schal gekauft. Mit Flugzeugen drauf. Die hatte doch so gern gehabt. Magst du mal sehen? Hier, Sophie. Sie hat gesagt, der nächste Winter kommt bestimmt. Du machst mir Angst. Ich hätte nicht kommen sollen. Warum? Was hat Holger getan? Nein, nein, nein. Warte, bitte, du musst es mir sagen. War bei dir. Als ich wach wurde, stand er vor mir. Er hat mich beschimpft wegen dem Haus. Er hat mich festgehalten. Er wollte mich vergewaltigen, als wäre ich ein Stück Vieh. Nein, das ist nicht wahr. Das ist nicht wahr. Er hat mich angefasst. Er hat mich aufs Bett geschleudert. Ich meine, er wollte es tun. Er hätte es getan, wenn Jakob nicht da gewesen wäre. Der hat alles gesehen. Deswegen ist er weggelaufen. Nein, nein, das ist gelogen. Aber es war so. Ich hätte nicht herkommen dürfen. Aber ich wollte dich noch mal sehen. Noch mal sehen? Warum sagst du das? Ich gehe nicht mehr nach Haus. Frag nicht. Ich habe dich immer geliebt. Sophie! Natürlich bin ich noch da. Ich warte. Sie wird was Schreckliches tun. Ich konnte Anna doch nicht allein lassen. Gott, ich hätte sie aufhalten müssen. Wir finden ihre Schwester. Wir schaffen das. Ja? Es ist nur ein einziger Wagen frei. Ich glaube, Sie haben nicht verstanden, worum es geht. Die Frau ist möglicherweise noch in unserer Nähe. Wenn wir sie nicht finden, kann es zu spät sein. Jeder verfügbare Beamte muss zur Fahndung. Nebenan schläft ein kleines Kind, sonst würden Sie mich auch ohne Telefon hören. Sie reden von Ehre und Gewissen und versuchen, Ihre eigene Schwägerin zu vergewaltigen? Einer muss dir sagen, was die scheiß Wahrheit ist. Soll ich gucken, wie meine Familie draufgeht? Das nennt man Selbsterhaltung. Und die scheiß Wahrheit wäre? Dass sie aufhören soll, rumzuspinnen. Dass niemand mehr da ist, der Händchen halten will. Er steht uns hier oben, ihr heile Weltgesülze. Die eigene Schwester kümmert sie einen Scheißdreck. Und dann drehen sie durch und versuchen sie zu vergewaltigen? Also so viel Schlichtheit ist da wirklich unbeherrschbar. Die ist auf mich los. Bloß weil sie nicht hören will, dass Papi ständig irgendwo durch die Gegend bumst. Er hat mich geschlagen. Sie haben ihr gesagt, dass ihr Mann andere Frauen hat? Na und? Ja. Papi, Fliegerheld, Arschloch. Ich hab ihr gesagt, dass ihr ein und alles sie verlassen wird. Dass er es längst tun wollte. Und das wussten ausgerechnet sie? Was interessiert das? Ich hab ihn eben gesehen. Auch früher schon. Er hatte immer andere. Wissen Sie, was der gesagt hat? Das ist ein Naturgesetz.
Nur, ihr sagt das nicht. Da hab ich's eben gemacht. Schluss mit der Lüge. Schön ruhig, Martin. Bleib mal lieber hier, ist eh nichts mehr mit abhauen. Ich hab nichts gemacht. Ich hab nur seinen Roller genommen. Ja. Und da ist hinten dieser Mann weggefahren. Mit einem Fahrrad am Bahndamm entlang. Wie sah der Mann aus? Der hatte ganz kurzes Haar. Holger Brandt. Vorne kam der Kleine aus dem Gebüsch raus und zu mir hin. Der war total dreckig und hat geheult. Wegen dem Mann. Der ist irgendwie hinter ihm her gewesen und hat ihm ein paar geknallt. Er hat immer gejammert, sein Kopf tue ihm weh. Mit der Hand immer so, mein Kopf, mein Kopf. Und dann? Er wollte Hilfe für seine Mutter holen oder so. Das hat er gesagt? Hilfe holen? Ich glaube, er wollte seinen Papa holen. Ja, da wollte er hin, mit der Bahn. Ich habe ihm gesagt, dass das nicht geht, ohne Geld und ohne Fahrkarte und so. Also habe ich seinen Roller genommen und habe ihm dafür 10 Mark gegeben. 10 Mark? Und dann? Eigentlich nichts. Ich habe ihm gesagt, wie er zur Bahn kommt und dann bin ich los. Du hast ihn einfach da stehen lassen? Das hättest du mir gleich sagen müssen. Schon das erste Mal, wo ich dich gefragt habe. Stattdessen stellst du heimlich den Roller an die Brücke. Ich wollte halt nicht, dass man ihn bei mir findet. Ich habe doch nichts Böses getan. Weißt du eigentlich, was man macht, wenn so ein kleiner Kerl ein Problem hat? Helfen. Hallo? Ist da jemand? Ich hab's ganz deutlich gehört. Da ist einer rumgerannt. Ist da jemand? Wie lange? Eine Nacht. Macht 150 im Voraus. Abreise um 12. Im Voraus? Ist ein freies Land. Ja, ich nehm's. Und dann ist sie rausgegangen und hat ihren Sohn gefunden. Gestern Mittag hatten wir die Chance, sie herzuholen. Konzentrieren wir uns auf das Wesentliche, Herr Mehlhorn. Ich habe das situationgemäß verantwortlich entschieden. Und das nach Abwägung sämtlicher zu diesem Zeitpunkt vorliegender Kenntnisse. Es standen glasklare Fakten gegen eine Ahnung. Darum geht es doch gar nicht. Da draußen irrt eine Frau durch die Gegend, die etwas getan hat, worüber sie mit niemandem sprechen kann. Vielleicht lebt sie gar nicht mehr. Und was bitte hätte das verhindern können? Etwa ich? Nein, nein, nein. Frau Block, so läuft das nicht. Ich hätte auf mein Gefühl hören sollen. Jetzt können wir nur noch warten.
Sternlein stehen an dem blauen Himmelszelt. Weißt du, wie viele Wolken gehen weithin über alle Welt? Gott, der hat sie gezählt, dass ihm auch nicht eines fehlet. An der ganzen großen Zahl, an der ganzen großen Zahl. Weißt du, wie viel Mücklein spielen in der heißen Sonnenglut? Wie viel Fischlein auch sich kühlen in der hellen Wasserflut? Gott, er rief sie mit Namen, dass sie alle. Hallo? Es ist schon 14 Uhr, aufmachen! Hallo? Was soll denn der Quatsch? Machen Sie die Tür auf! Sonst muss ich die Polizei rufen! Hallo? Sophie Winter. Hier, 608. Frau Winter? Aufmachen. Der Schatten. Dahinter. Nein! Bleiben Sie ganz ruhig. Bitte, tun Sie es nicht. Nicht näher kommen. Gehen Sie weg, gehen Sie alle! Alle raus. Raus und Tür zu. Nur ich. Ist das in Ordnung, Frau Winter? Nur wir beide, Sie und ich. Ich möchte nur mit Ihnen reden. Ich bin für Sie da. Ich bewege mich nicht von der Stelle. Ich bleibe hier stehen. Ich möchte Ihnen nur helfen. Das kann keiner. Verschwinden Sie, hauen Sie ab. Was wollen Sie noch von mir? Ich möchte, dass Sie mit mir sprechen. Wir werden einen Weg finden. Ich höre zu und... Nein, ich springe. Ich springe! Sagen Sie denen, dass sie da weg sollen. Ich weiß, was in dem Haus wirklich passiert ist. Was Ihr Schwager getan hat. Sprechen wir darüber. Über Ihre Schwester, Ihren Mann. Ich will keine Hilfe. Mir kann keiner mehr helfen. Stehen bleiben! Ich habe Jakob geliebt. Ich wollte nicht, dass er... Ich habe ihn geliebt. Sagen Sie mir, was Sie gewollt haben, Sophie. Sie sind aus dem Haus gegangen und haben Jakob gesucht. Und dann haben Sie ihn gefunden. Er hat geweint. Und sein Kopf tat ihm weh. Er wollte zu Uwe. Papa hilft uns, hat er gesagt. Er wollte zu ihm mit der Eisenbahn. Ich musste ihn doch beruhigen.
Ich wollte nicht, dass er Angst hat. Und da habe ich die Eisenbahnwaggons gesehen und habe ihn da reingehoben. Er konnte nicht alleine einsteigen. Aber er hat sich nicht beruhigt. Und immer schwindelig und er war ganz blass. Ich habe ihn in den Arm genommen. Er hat immer gefragt, wann der Zug losfährt. Bald, habe ich gesagt. Gleich fährt der Zug los. Ich habe ihn gehalten und habe ein Lied gesungen. Ich habe ihn an mich gedrückt, so fest ich konnte. Aber es hat zu lange gedauert. Immer noch hat er sich bewegt. Ich habe ihn gehalten, bis er still war. Ganz still. Und dann? Ich bin rüber, auf die Gleise. Ich konnte nicht. Der Zug kam immer näher. Und ich habe die ganze Zeit Jakob vor mir gesehen, wie er da sitzt. Es war noch warm, als hätte ich ihn noch in meinem Arm. Es war so laut, all diese Räder. Ich wollte zu ihm. Unsere Angst schützt uns, auch wenn wir das nicht wahrhaben wollen. Sie hilft uns. Sie denken doch, ich bin ein Tier. Aber das bin ich nicht. Ich bin seine Mutter. Ich bin doch seine Mutter. Kommen Sie. Kommen Sie zu mir. Ich bin da. Frau Block? Wir können fahren. Sie haben es gewusst? Lieber Uwe, du warst mein Halt, mein Alles. Ohne dich hat mein Leben keinen Sinn mehr. Wenn du diesen Brief liest, werde ich für immer fort sein. Du musst verstehen, dass ich Jakob mit mir nehmen musste. Ich weiß so genau, wie schmerzvoll es ist, allein und verlassen zu sein. Um ihm mein Schicksal zu ersparen, musste ich sein Leid in meine Hände nehmen.
Ich habe bis zuletzt versucht, dich nicht zu enttäuschen. Am Ende war ich nicht stark genug. Verzeih mir, Sophie. Sie ist verrückt geworden. Warum hat sie das getan? Ich verstehe das nicht. Das fragen Sie mich? Sie haben doch mit ihr zusammengelebt. Sie hat ihr gewohnt, ihnen die Tür aufgemacht, wenn sie nach Hause gekommen sind. Neben ihnen im Bett gelegen, mit ihnen geschlafen. Das kann doch nicht alles an einem einzigen Nachmittag zu Ende gegangen sein. Sie müssen etwas gemerkt haben. Schon viel früher. Ich bringe mich um. Das hat sie gesagt. Sie hat von sich gesprochen. Wann? Am Telefon? Ich hatte zu tun. Ich kann nicht jedes Mal alles absagen, wenn es ihr nicht gut geht. Das war ja nicht das erste Mal. Sie haben mich angelogen. Sie haben mit ihr telefoniert. Sie haben genau gewusst, wie es um sie stand, aber es war ihnen egal. Worüber haben sie gesprochen? Doch nicht über ihre Freundinnen und dass sie wieder über Nacht wegbleiben. Nein, ihre Frau wollte etwas anderes wissen. Ob es aus ist. Ob alles aus ist. Was haben Sie ihr geantwortet? Ja, es ist vorbei, ich werde dich verlassen. Verdammt, und wenn es die Wahrheit ist? Früher oder später hätte sie es doch sowieso erfahren. Wer hat denn immer gesagt, dass es nicht gut geht? Sie? Sie hat nur darauf gewartet, dass es so kommt. Alles, was ich wollte, dass du mich in Ruhe zu Ende arbeiten lässt. Dass wir morgen reden, morgen, nicht jetzt. Einen einzigen Tag mehr habe ich gewollt. Ich konnte doch nicht ahnen, dass sie so durchdreht. Hätte es doch gemacht. Alleine. Aber doch nicht den Jungen. Doch nicht meinen Jungen. Wir drehen uns im Kreis. Jeder denkt immer nur an sich. Und am Ende trifft es die Schwächsten. Auf Wiedersehen. Es tut mir leid. Mehlhorn wollte, dass ich mich im Präsidium melde. Wenn Sie wollen, setze ich Sie vorher zu Hause ab. Ja. Was soll ich ihm sagen? Die Fakten. Erweiterter Selbstmord. Eine Mutter wollte mit ihrem Sohn in den Tod gehen. Sie hat's getan. Holger Brandt wird vor Gericht gestellt. Ohne Glaube, Liebe, Hoffnung gibt's logischerweise kein Leben. Ödin von Horvath. Mein Simon. Thank you.
mein Kind ist noch da draußen. Sie meinen die Straße am Instandsetzungswerk? Sie waren also auf dem Weg nach Hause zur Grevenkoppel. Geschah denn der Überfall vor oder hinter der Eisenbahnbrücke? Die Brücke. Davor. Und was hat der Mann gemacht? Er hat mich gepackt. Er war plötzlich da. Da war ein Gebüsch am Straßenrand. Er hat mir den Mantel über den Kopf gezogen. Er hat mich angefasst überall. Hat er versucht, sie zu vergewaltigen? Ja. Ich konnte nicht weg. Da war mein Sohn, Jakob. Ich habe geschrien. Lauf weg. Ich habe mich gewehrt. Sind Sie vergewaltigt worden? Er wollte es tun. Aber dann ist er verschwunden. Verschwunden? Sie meinen, er ist geflüchtet? Sie sind also nicht vergewaltigt worden, aber er hat es versucht. Er war hinter mir. Hören Sie, mein Kind ist da draußen ganz alleine. Es tut mir leid, Frau Winter, aber wir müssen das hier erst klarkriegen. Sie haben also Ihren Sohn gesucht und Sie haben ihn auch gefunden und waren auf dem Weg nach Hause, als ein Mann aus dem Gebüsch in der kleinen Straße zwischen Fluss und Bahn auf Sie zukam und versucht hat, Sie zu vergewaltigen. Ihr Sohn ist weggelaufen und der Angreifer später auch, ohne sein Vorhaben in die Tat umzusetzen. Ist das soweit richtig? Und Sie können den Mann nicht beschreiben? Konnten Sie denn sehen, wohin Ihr Sohn lief? Ich habe ihn gesucht. Mein Mann ist nicht da. Wir können ihn anrufen. Nein, er ist unterwegs im Osten. Ich weiß nicht wo. Er ist nicht zu erreichen. Gibt es andere Verwandte? Irgendjemanden, dem wir Bescheid sagen sollen? Frau Winter, bitte. Wir werden uns um alles kümmern. Wir werden Ihren Sohn suchen und wir werden ihn auch finden. Glauben Sie mir. Man bringt Sie gleich in ein Krankenhaus und dort wird man Sie untersuchen. Das ist das Beste im Moment. Haben Sie vielleicht ein Foto von Ihrem Sohn dabei? Er hat einen Roller. Einen roten. Einen roten Roller. Ich muss zu ihm. Frau Winter, bitte. Wir brauchen doch erst eine genaue Beschreibung. Wie sieht Jakob aus? Wie groß ist er und welche Haarfarbe hat er? Und vielleicht können Sie uns auch sagen, welche Kleidung er anhat. Was trägt er? Vielleicht. Frau Winter. Hasta la vista, ihr Arschgeigen. Habt ihr jetzt eigentlich schon einen Namen? Mm-mm. Sag mir einen guten jungen Namen. Einer. Nee, Gunnar. Nee, Ron Tomborg. Teichert? Ja, Moment, ich schreibe mit. Leichen von den Williamsburg. Oh. Mhm. Ja, kann mich mal, Ihr Instandsetzungsplan, ja? Wir sind nämlich nicht zum Spaß hier. Ich bin Staatsanwalt. Oberstaatsanwalt. Mehlhorn. Der Waggon bleibt hier, damit das klar ist. Ja. Morgen. Morgen. Wo ist Frau Block? Da. Ah, wenn man vom Teufel spricht. Morgen, Frau Block. Morgen. Vorsicht, wir müssen darüber. Ja. Sein Kind. Haben Sie das nicht gewusst? Nein. No.
Hat er so gesessen? Niemand hat ihn angefasst außer mir. Und der Täter, logisch. Es liegt höchstwahrscheinlich ein Tod durch Ersticken vor. Soweit ich im Moment erkennen kann, auch eine zusätzliche Verletzung. Eine Blutung im Rachengewölbe deutet auf Felsenbeinbruch. Profil Sohle Größe 43. Soweit, so gut. Könnten Wanderschuhe sein, Angelsport oder Winterstiefel. Alles Mögliche. Da müsste Hellseher sein. Was haben wir? Einen Vergewaltiger, der von seinem Opfer ablässt, um einen kleinen Jungen zu verfolgen. Das macht keinen Sinn. Trotzdem, er muss einen Grund gehabt haben. Es war dunkel, als der Überfall stattfand. Mit Sicherheit hat der Täter sich hier ungestört gefühlt. Ja? Niemand auf der Straße, niemand hier unten am Ufer. Er hätte den Jungen liegen lassen können, in den Fluss schmeißen. Es gibt Sandkuhlen, Gräben. Er hatte alle Möglichkeiten. Aber stattdessen bringt er das Kind in einen Zugwaggon. Ein Psychopath hätte sich an dem Jungen vergangen. Aber bei uns, da sah er beinahe friedlich aus. So, als wäre nichts passiert. Sie meinen doch nicht, dass er ihm leid tat? Vielleicht. Möglicherweise hat der Täter sein Opfer gekannt. Niemand. Wir kennen niemanden, der uns sowas antun würde. Wer macht denn sowas? Wie lange wohnen Sie hier schon? Etwas über ein Jahr. Die Großmutter meiner Frau wurde schwer krank. Da sind wir aus Kiel hierher. Ja, sie hat mich großgezogen. Mich und meine Schwester. Hier ist meine Heimat. Dann kennen Sie noch Leute von früher. Ich war 8 Jahre weg. Und Ihr Sohn? Ja, ist die meiste Zeit bei mir. Außer morgens im Kindergarten. Ich habe ihn manchmal losgeschickt. Sollte andere Jungs kennenlernen, ist doch nichts. Immer allein. Ich habe ihm das gesagt. Wäre doch bald in die Schule gekommen. Wir brauchen die Namen von den Leuten, mit denen Jakob jetzt und vor längerer Zeit zu tun hatte. Jede Person, die Ihnen einfällt, auch wenn Ihnen das abwegig erscheint. Wollte Ihr Sohn am Freitagabend noch irgendwo was kaufen? Er hatte 10 Mark in der Tasche. Was? Aber er hat doch nie Geld gekriegt. Mal 20 Pfennig für den Kaugummi, aber hast du ihm das Geld gegeben? Nein. Vielleicht hat er es sich selber genommen. Nein, das ist nicht möglich. Er ist ja gleich nach dem Mittagessen raus und nicht nochmal zurückgekommen. Aber wo soll das Geld denn herhaben? 10 Mark? Das weiß ich doch nicht. Also Uwe Winter war zur Tatzeit mit einer Frau in diesem Hotel. Ich verkaufe Sicherheitstechnik. Ich fahre Land und verkaufe. Dann sind Sie hauptsächlich am Wochenende unterwegs. Kann man sich nicht aussuchen. Ich war 18 Jahre Soldat, Marinepilot. Hilf dir selbst, so habe ich es gelernt. Wann haben Sie denn aufgehört mit der Fliegerei? Vor 1,5 Jahren. Ein Sportunfall beim Karate-Training. Eine Augenverletzung. Aber Sie haben doch eine Abfindung bekommen. Ich bin nicht der Typ, der rumsetzt. Und zu Hause, da kümmert sich Ihre Frau um alles, ne? Ja, ich hätte da sein müssen. Dann wäre das alles nicht passiert. Das Hotel in Schwerin, ach, sagen Sie, wie weit ist das eigentlich von Schwerin nach Hamburg? Eine gute Autostunde, nicht? Sie haben Ihrer Frau auf Band gesprochen, dass Sie heute früh zurück sein wollten, aber Sie sind erst heute Nachmittag gefahren. Herr Winter, ich muss Sie das fragen. Haben Sie eine Freundin? Weiß das jemand? Ihre Frau? Nein. Okay.
Okay, ich war nicht allein, aber es war irgendein Mädchen. Weiter nichts. Also nichts Ernstes? Nichts Ernstes. Ein Mädchen im Hotel, das ist alles. Sie und Ihre Frau, Sie kommen aber zurecht. Wir sind erwachsen. Geht Ihre Frau auch manchmal fremd? Herr Winter, wir brauchen die Adresse von dem Hotel. Warum tun Sie das? Sie kommen in mein Haus. Sie fragen mich, wo ich war. Ich will, dass eins klar ist. Jakob ist das Beste, was ich in meinem Leben gemacht habe. Ich will, dass das klar ist. Es ist nur eine Routineuntersuchung. Wir haben ein paar Bilder aus Ihrer Wohnung mitgenommen und die kriegen Sie später zurück. Ich will aufwachen, verstehen Sie? Ich will aufwachen und sehen, dass das alles nicht wahr ist. Bist zurück? Gehabt. Magst du mal sehen? Hier, Sophie. Sie hat gesagt, der nächste Winter kommt bestimmt. Du machst mir Angst. Ich hätte nicht kommen sollen. Warum? Was hat Holger getan? Nein, nein, nein. Warte, bitte, du musst es mir sagen. War bei dir. Als ich wach wurde, stand er vor mir. Er hat mich beschimpft wegen dem Haus. Mich festgehalten. Er wollte mich vergewaltigen, als wäre ich ein Stück Vieh. Nein, das ist nicht wahr. Das ist nicht wahr. Er hat mich angefasst. Er hat mich aufs Bett geschleudert. Ich meine, er wollte es tun. Er hätte es getan, wenn Jakob nicht da gewesen wäre. Der hat alles gesehen. Deswegen ist er weggelaufen. Nein, nein, das ist gelogen. Aber es war so. Scheiße. Ich hätte nicht herkommen dürfen. Aber ich wollte dich noch mal sehen. Noch mal sehen? Warum sagst du das? Ich gehe nicht mehr nach Haus. Frag nicht. Ich habe dich immer geliebt. Sophie! Natürlich bin ich noch da. Ich warte. Sie wird was Schreckliches tun. Ich konnte Anna doch nicht allein lassen. Gott, ich hätte sie aufhalten müssen. Wir finden Ihre Schwester. Wir schaffen das. Ja? Es ist nur ein einziger Wagen frei. Ich glaube, Sie haben nicht verstanden, worum es geht. Die Frau ist möglicherweise noch in unserer Nähe. Wenn wir sie nicht finden, kann es zu spät sein. Jeder verfügbare Beamte muss zur Fahndung. Nebenan schläft ein kleines Kind, sonst würden Sie mich auch ohne Telefon hören. Sie reden von Ehre und Gewissen und versuchen, Ihre eigene Schwägerin zu vergewaltigen? Einer muss dir ja sagen, was die scheiß Wahrheit ist. Soll ich gucken, wie meine Familie draufgeht? Das nennt man Selbsterhaltung. Und die scheiß Wahrheit wäre? Dass sie aufhören soll, rumzuspinnen. Dass niemand mehr da ist, der Händchen halten will. Es steht uns hier oben, ihr heile Weltgesülze. Die eigene Schwester kümmert sie einen Scheißdreck. Und dann drehen sie durch und versuchen sie zu vergewaltigen? Also so viel Schlichtheit ist da wirklich unbeherrschbar. Die ist auf mich los. Er hat mich angefasst überall. Hat er versucht, sie zu vergewaltigen? Ja. Ich konnte nicht weg. Da war mein Sohn, Jakob. Ich hab geschrien. Lauf weg. Ich hab mich gewehrt. Sind Sie vergewaltigt worden? Er wollte es tun. Aber dann ist er verschwunden. Verschwunden?
Sie meinen, er ist geflüchtet. Sie sind also nicht vergewaltigt worden, aber er hat es versucht. Er war hinter mir. Hören Sie, mein Kind ist da draußen ganz alleine. Es tut mir leid, Frau Winter, aber wir müssen das hier erst klarkriegen. Sie haben also Ihren Sohn gesucht und Sie haben ihn auch gefunden und waren auf dem Weg nach Hause, als ein Mann aus dem Gebüsch in der kleinen Straße zwischen Fluss und Bahn auf Sie zukam und versucht hat, Sie zu vergewaltigen. Ihr Sohn ist weggelaufen und der Angreifer später auch, ohne sein Vorhaben in die Tat umzusetzen. Ist das soweit richtig? Und Sie können den Mann nicht beschreiben? Konnten Sie denn sehen, wohin Ihr Sohn lief? Ich habe ihn gesucht. Mein Mann ist nicht da. Wir können ihn anrufen. Nein, er ist unterwegs im Osten. Ich weiß nicht wo. Er ist nicht zu erreichen. Gibt es andere Verwandte? Irgendjemanden, dem wir Bescheid sagen sollen? Frau Winter, bitte. Wir werden uns um alles kümmern. Wir werden Ihren Sohn suchen und wir werden ihn auch finden. Glauben Sie mir. Man bringt Sie gleich in ein Krankenhaus und dort wird man Sie untersuchen. Das ist das Beste im Moment. Haben Sie vielleicht ein Foto von Ihrem Sohn dabei? Er hat einen Roller. Einen roten. Einen roten Roller? Ich muss zu ihm. Frau Winter, bitte. Wir brauchen doch erst eine genaue Beschreibung. Wie sieht Jakob aus? Wie groß ist er? Und welche Haarfarbe hat er? Und vielleicht können Sie uns auch sagen, welche Kleidung er anhat. Was trägt er? Vielleicht. Frau Winter. Hasta la vista, ihr Arschgeigen. Habt ihr jetzt eigentlich schon einen Namen? Mm-mm. Sag mir einen guten jungen Namen. Einer. Nee, Gunnar. Nee, Rontombor. Teichert? Ja, Moment, ich schreibe mit. Leichenfund in Williamsburg. Neffe. Verstehen Sie? Jakob, ich bin sein Onkel. Schwören. Eine schöne Sache. Ihr Neffe ist tot. Er wurde nur 6 Jahre alt. Er lag unter dem Boot. Er hatte sich versteckt. Er hat sich ganz fest an den Boden gepresst. Seine Kleidung war noch voller Sand, als wir ihn gefunden haben. Er hatte Angst. Angst vor Ihnen. Wissen Sie, es gibt Leute, die können sich an manche Sachen nicht erinnern. Aber bei Ihnen? Vielleicht wollen Sie nicht. Sie waren schon mal im Gefängnis. Gefährliche Körperverletzung. Das ist ein totaler Scheiß. Ich war nur am Fluss. Sophie ist meine Schwägerin. Ich meine, warum sollte ich sowas tun? Ja, warum? Sie haben einen Haufen Schulden, keine Arbeit. Ein Haus soll verkauft werden, Sie prügeln sich mit Ihrem Schwager. Aber das ist ja kein Grund, ein kleines Kind umzubringen. Ich sag Ihnen, wie es war. Sie überfallen Ihre Schwägerin mit einer albernen Maske auf dem Kopf und glauben, keiner erkennt sie. Aber es geht schief. Der Junge lässt sich nicht so einfach täuschen. Und plötzlich ist er ein Zeuge, mit dem Sie nicht gerechnet haben. Was haben Sie am Boot mit ihm gemacht? Schwitzen Sie immer, wenn Sie auf einem Stuhl sitzen? Der Sand, der in Ihren Schuhen war, den werden wir auch in Ihrer Kleidung finden. Sicher auch Faserspuren. Wir durchsuchen Ihre Wohnung. Sie hatten keine Chance. Es gibt keinen Weg außerhalb der Wahrheit. Sie sind verrückt. Nein, das sind wir nicht. Es geht an die Nerven. Uns allen. Aber jetzt wollen Sie nicht mit mir reden. Wovor haben Sie Angst? Habe ich keine. Sie fürchten, dass Ihr Mann Ihnen nicht die Wahrheit gesagt hat. Uns verschweigt er auch etwas.
hat es mir gesagt. Er hat Jakob gesehen. Ich sollte es nicht sagen. Aber jetzt wissen Sie nicht, warum. Nein. Er hat das alles schon mal durchgemacht. Er war im Gefängnis für diesen Schwachsinn, aber betrunken. Wir haben einen Jungen gefunden. Und wir brauchen Ihre Hilfe. Ich habe ein Foto. Darf ich Ihnen das zeigen? Ist dieser Junge Ihr Sohn? Wir wissen noch sehr wenig. Ein Bahnbeamter hat ihn heute früh auf dem Gelände der Bahn in einem alten Waggon gefunden. Ich habe den Bericht der Wache gelesen. Ein Mann hat sie überfallen und versucht, sie zu vergewaltigen. Vielleicht hat dieser Mann mit dem Tod ihres Kindes etwas zu tun. Es wäre sehr wichtig für uns, wenn Sie uns noch etwas mehr sagen können. Ich habe Sie nicht verstanden. Meine Schwester. Was ist mit Ihrer Schwester? Frau Winter. Aua. Aua. Haust aber zu. Hier. Holger und mich. Ich will zum Tisch decken. Das gehört. Dann los, Hände waschen. Ich habe keinen Hunger. Was ist denn los mit dir? Tigelst du die ganze Zeit hier rum? Ist das nicht in Ordnung? Das ist die Paschka. Kriegt die noch was? Naja, sie hat mir 50 Mark gegeben. Ja, wovon sollte ich einkaufen? Die kann warten. Sind wir eben nicht da. Ach komm, dir doch selber nicht viel. Guten Tag, Teichert, Kripo Hamburg. Hier, 608. Frau Winter? Aufmachen. Das ist dahinter. Nein! Bleiben Sie ganz ruhig. Bitte, tun Sie es nicht. Nicht näher kommen. Gehen Sie weg, gehen Sie alle! Alle raus. Raus und Tür zu. Nur ich. Ist das in Ordnung, Frau Winter? Nur wir beide, Sie und ich. Ich möchte nur mit Ihnen reden. Ich bin für Sie da. Ich bewege mich nicht von der Stelle. Ich bleibe hier stehen. Ich möchte Ihnen nur helfen. Das kann keiner. Verschwinden Sie, hauen Sie ab. Was wollen Sie noch von mir? Ich möchte, dass Sie mit mir sprechen. Wir werden einen Weg finden. Ich höre zu und... Nein, ich springe. Ich springe! Sagen Sie denen, dass sie da weg sollen. Ich weiß, was in dem Haus wirklich passiert ist. Was Ihr Schwager getan hat. Sprechen wir darüber. Über Ihre Schwester, Ihren Mann. Ich
Ich will keine Hilfe. Mir kann keiner mehr helfen. Stehen bleiben! Ich habe Jakob geliebt. Ich wollte nicht, dass er... Ich habe ihn geliebt. Sagen Sie mir, was Sie gewollt haben, Sophie. Sie sind aus dem Haus gegangen und haben Jakob gesucht. Und dann haben Sie ihn gefunden. Er hat geweint. Und sein Kopf tat ihm weh. Er wollte zu Uwe. Papa hilft uns, hat er gesagt. Er wollte zu ihm mit der Eisenbahn. Ich musste ihn doch beruhigen. Ich wollte nicht, dass er Angst hat. Und da habe ich die Eisenbahnwaggons gesehen. Und habe ihn da reingehoben. Er konnte nicht alleine einsteigen. Aber er hat sich nicht beruhigt. Nein. Er hat geweint. Geweint. Und immer schwindelig und er war ganz blass. Ich habe ihn in den Arm genommen. Er hat immer gefragt, wann der Zug losfährt. Bald. Stehen bleiben! Jakob geliebt. Ich wollte nicht, dass er... Ich habe ihn geliebt. Sagen Sie mir, was Sie gewollt haben, Sophie. Sie sind aus dem Haus gegangen und haben Jakob gesucht. Und dann haben Sie ihn gefunden. Er hat geweint. Und sein Kopf tat ihm weh. Er wollte zu Uwe. Papa hilft uns, hat er gesagt. Er wollte zu ihm mit der Eisenbahn. Ich musste ihn doch beruhigen. Ich wollte nicht, dass er Angst hat. Und da habe ich die Eisenbahnwaggons gesehen. Und habe ihn da reingehoben. Er konnte nicht alleine einsteigen. Aber er hat sich nicht beruhigt. Nein. Er hat geweint. Geweint. Und immer schwindelig und er war ganz blass. Ich bin in den Arm genommen. Er hat immer gefragt, wann der Zug losfährt. Bald, habe ich gesagt. Gleich fährt der Zug los. Ich habe ihn gehalten und habe ein Lied gesungen. Ich habe ihn an mich gedrückt, so fest ich konnte. Aber es hat zu lange gedauert. Immer noch hat er sich bewegt. Ich habe ihn gehalten, bis er still war. Ganz still. Und dann? Ich bin rüber, auf die Gleise. Ich konnte nicht. Der Zug kam immer näher. Und ich habe die ganze Zeit Jakob vor mir gesehen, wie er da sitzt. Es war noch warm, als hätte ich ihn noch in meinem Arm. Es war so laut, all diese Räder. Ich wollte zu ihm. Unsere Angst schützt uns, auch wenn wir das nicht wahrhaben wollen. Sie hilft uns. Sie denken doch, ich bin ein Tier. Aber das bin ich nicht. Ich bin seine Mutter. Ich bin doch seine Mutter. Kommen Sie zu mir. Ich bin da. Ziemlich finster hier, ne? Stand im Protokoll, wann sie das Haus verlassen hat? Nee. Mittagessen. Dann ist der Junge raus zum Spielen. Bundeswehrpilot. Marine. Mein Gott, ein bisschen Licht ist ja nicht ungesund, ne?
Warum hat die Vorhänge bloß alle zugemacht? Beim Überfall, da wurde es doch gerade erst dunkel. Aber die muss die Dinger schon vorher zugemacht haben. Frau, allein zu Hause, abends. Mein Gott, die Einrichtung ist ja der letzte Schrei. Sieht fast so aus wie bei meiner Mutter. Eben. Versammlung? Zwei Anrufe, nicht abgehört. Er hat ein Handy. Hi, ja, Britta hier. Sag mal, kannst du mir mal einen Gefallen tun? Ich brauche eine Handynummer. Winter Uwe. Wie, ja, wie man spricht. Hm? Ja, danke. Hör doch zusammen. Hör auf damit, hör auf! Herr Wollmannsohn, verstehst du? Er ist tot. Tot. Begreifst du das überhaupt? Wen interessiert das denn, ob du gewunken hast oder nicht? Denkst du immer nur an dich? Verdammt, was ist denn überhaupt noch von dir übrig? Uwe! Lieber Gott, hilf mir. Nehmen wir mal an, Holger Brandt wäre tatsächlich im Haus bei dir gewesen. Und der Kleine an dieser Tür. Kam Überfall an der Bahn, kein Unbekannter. Ist Ihnen klar, was Sie da für ein Geschütz auffahren? Das würde heißen, die Mutter des Jungen lügt. Wir sollten sie herholen. Ich bin sicher, dass da was ist. Nein, tut mir leid. Teichert war am Bahnhof. Holger Brandt hat einige Bier und ein paar Schnäpse getrunken. Er lügt, er war am Tatort. Und er hatte nicht bloß einen Grund für die Tat. Also, alle Fakten und Indizien sind glasklar. Konzentrieren wir uns aufs Wesentliche. Geldmangel, Hausverkauf, Hass auf die Schwägerin, das ist zwar eine Menge, aber dann hätte er sie umbringen müssen. Warum denn den Jungen? Was nützt mir ein Regal voller Fakten, wenn ich keine Antwort kriege? Geld. Moment, Frau Blum. Das ist meine Verantwortung. Das ist und bleibt so. Auch wenn sie vielleicht nicht passt. Wir lassen die Frau in Ruhe. Die ist am Ende. Die ist getroffen und zwar hier. Wenn Kinder sterben, da schwindet nicht nur die Hoffnung. Das macht dran, die Zukunft zu verlieren. Und darauf werden die verdammt nochmal Rücksicht nehmen. Und wenn sie gar keine Hoffnung mehr hatte? Na dann. Bringen Sie mir Beweise. Irgendwas zum Anfassen. Wie schnell ist die Wahrheit das, woran man glaubt? Ist die Wahrheit nicht immer das, woran man glaubt, Herr Milhorn?
Frau Winter. Ich bin Bella Block von der Kripo in Hamburg. Und das ist mein Kollege, Herr Teichert. Wir haben einen Jungen gefunden. Und wir brauchen Ihre Hilfe. Ich habe ein Foto. Darf ich Ihnen das zeigen? Ist dieser Junge Ihr Sohn? Wir wissen noch sehr wenig. Ein Bahnbeamter hat ihn heute früh auf dem Gelände der Bahn in einem alten Waggon gefunden. Ich habe den Bericht der Wache gelesen. Ein Mann hat sie überfallen und versucht, sie zu vergewaltigen. Vielleicht hat dieser Mann mit dem Tod ihres Kindes etwas zu tun. Es wäre sehr wichtig für uns, wenn Sie uns noch etwas mehr sagen können. Ich habe Sie nicht verstanden. Meine Schwester. Was ist mit Ihrer Schwester? Frau Winter. Aua. Aua. Haust aber zu. Hier. Holger und mich. Ich will zum Tisch decken. Das gehört. Dann los, Appende waschen. Ich hab keinen Hunger. Was ist denn los mit dir? Du tigelst die ganze Zeit hier rum? Ist das nicht in Ordnung? Das ist die Paschka. Kriegt die noch was? Naja, sie hat mir 50 Mark gegeben. Ja, wovon sollte ich... Entschuldigen Sie? Ja? Herr Uwe Winter? Was kann ich für Sie tun? Sophie? Uwe. Ja.
verkaufe Sicherheitstechnik. Ich fahre Land und verkaufe. Dann sind Sie hauptsächlich am Wochenende unterwegs. Kann man sich nicht aussuchen. Ich war 18 Jahre Soldat, Marinepilot. Auf die selbst, so habe ich es gelernt. Wann haben Sie denn aufgehört mit der Fliegerei? Vor anderthalb Jahren. Ein Sportunfall beim Karate-Training. Eine Augenverletzung. Aber Sie haben doch eine Abfindung bekommen. Ich bin nicht der Typ, der rumsetzt. Und zu Hause, da kümmert sich Ihre Frau um alles, ne? Ja, ich hätte da sein müssen. Dann wäre das alles nicht passiert. Das Hotel in Schwerin, ach, sagen Sie, alles an einem einzigen Nachmittag zu Ende gegangen sein. Sie müssen etwas gemerkt haben. Schon viel früher. Ich bring mich um. Das hat sie gesagt. Sie hat von sich gesprochen. Wann am Telefon? Ich hatte zu tun. Ich kann nicht jedes Mal alles absagen, wenn es ihr nicht gut geht. Das war ja nicht das erste Mal. Sie haben mich angelogen. Sie haben mit ihr telefoniert. Sie haben genau gewusst, wie es um sie stand, aber es war ihnen egal. Worüber haben Sie gesprochen? Doch nicht über Ihre Freundinnen und dass Sie wieder über Nacht wegbleiben. Nein, Ihre Frau wollte etwas anderes wissen. Ob es aus ist. Ob alles aus ist. Was haben Sie ihr geantwortet? Ja, es ist vorbei, ich werde dich verlassen. Verdammt, und wenn es die Wahrheit ist? Früher oder später hätte sie es doch sowieso erfahren. Wer hat denn immer gesagt, dass es nicht gut geht? Sie! Sie hat nur darauf gewartet, dass es so kommt. Alles, was ich wollte, dass du mich in Ruhe zu Ende arbeiten lässt. Dass wir morgen reden, morgen, nicht jetzt. Einen einzigen Tag mehr habe ich gewollt. Ich konnte doch nicht ahnen, dass sie so durchdreht. Hätte es doch gemacht. Alleine. Aber doch nicht den Jungen. Doch nicht meinen Jungen. Wir drehen uns im Kreis. Jeder denkt immer nur an sich. Und am Ende trifft es die Schwächsten. Auf Wiedersehen. Es tut mir leid. Manchmal einsam, haben Sie darüber noch nie nachgedacht? Sich von neugierigen Blicken zu schützen ist einfach. Man zieht die Vorhänge zu. Aber was passiert innen drin im Haus? Vielleicht verstehen Sie ja, was Sie meinen. Ich möchte Sie bitten, in dem Anbau vorerst nichts zu verändern. Auf Wiedersehen. Diese Fragen. Was war bei Oma? Was hat sie da draußen gesucht? Ich weiß es nicht. Ist da drüben irgendwas passiert? War Holger hier? Nein, Uwe, nein. Du sprichst nicht über Jakob, kein einziges Wort und plötzlich weinst du. Zum ersten Mal, ich weiß nicht, was stimmt. Ich weiß nicht, was stimmt. Nimm mich doch einfach in die Arme. Halt mich, bitte. Versuche mich an dein Gesicht zu erinnern, an das letzte Mal, wo ich ihn gesehen habe.
erinnere mich, wie ich ihn in die Luft geworfen habe als Baby, an sein Lachen. Ich höre seine Stimme. Ich kann mich an so viele Sachen erinnern, aber nicht an das letzte Mal, wo ich sein Gesicht gesehen habe. Aber ich erinnere mich. Er wollte mit ihm mitfahren. Wie er es im letzten Sommer immer gemacht hat. Er hat in der Einfahrt gestanden. Ich war auch da. Wir haben dir nachgewunken. Hast du uns nicht gesehen? Ja. Im Rückspiegel. Ich stand vor der Einfahrt und du bist ins Haus zurückgegangen. Nein. Wir standen beide da, bis wir dich nicht mehr sehen konnten. Nein. Ich weiß nicht. Ich habe gewunken. Wir waren doch eine Familie. Wir gehören doch zusammen. Hör auf damit, hör auf! Herr Wollmann, Sohn, verstehst du? Er ist tot. Tot. Begreifst du das überhaupt? Wen interessiert das denn, ob du gewunken hast oder nicht? Denkst du immer nur an dich? Verdammt, was ist denn überhaupt noch von dir übrig? Uwe! Lieber Gott, hilf mir. Nehmen wir mal an, Holger Brandt wäre tatsächlich im Haus bei dir gewesen. Und der Kleine an dieser Tür. Kein Überfall an der Bahn, kein Unbekannter. Ist Ihnen klar, was Sie da für ein Geschütz auffahren? Das würde heißen, die Mutter des Jungen lügt. Wir sollten sie herholen. Also, warum sollte Ihr Neffe Angst gehabt haben, nach Hause zu gehen? Das weiß ich. Sonst wäre er nicht weggerannt. Seine Mutter küsst seinen Onkel. Eben, mehr war doch nicht. Oder doch? Also Ihre Geschichte wird nicht besser. Wenn das Ihre Wahrheit ist, warum haben Sie sie uns nicht gleich erzählt? Hm? Keine Antwort. Er lügt, das verdammte Arschloch. Kümmern Sie sich darum, ob er am Bahnhof was getrunken hat. Er war am Freitag fast 5 Stunden weg. Und Ritter soll herausfinden, ob er tatsächlich zu Hause war, als der Roller aufgetaucht ist. Mhm. Aber Sie glauben, da könnte was dran sein. Selbst Napoleon hat irgendwann geschlafen. Der war auch keine Frau. Wodka, das auch noch. Das ist doch... Bella, wie soll das weitergehen? Ich bin nicht deine Tochter. Und ich bin nicht dein Papa. Es ist 3:30. Ich weiß nicht, was du jetzt noch versuchst rauszufinden. Du kommst hierher, du setzt dich dahin, du hast seit 3 Tagen kaum geschlafen. Hast du morgen frei? Glaubst du, ich weiß nicht, was du machst? Ich bin nicht bloß ein Spaßvogel und ein Kuscheltier. Ich habe genug gesunden Menschenverstand, um zu sehen, was dein Job ist und das da. Mir macht sowas Angst. Ich denke an meine Tochter und ich bin heilfroh, dass sie schon groß ist. Jeder würde so denken. Und jeder, der daran denkt, dass Leute rumlaufen, die Kindern ihr Leben nehmen, der kriegt davor Angst. Aber wir schieben die weg. Du kannst das nicht, ne? Willst du sagen, dass ich Angst habe? Du bist nicht anders, Bella. Du trägst auch keinen Zaubermantel. Stress, Wodka, du schläfst nicht. Und das Schlimmste ist, du schweigst. Es gibt nichts zu reden. Das ist ein Job wie jeder andere auch. Ein Job wie jeder andere auch? Was ist das? Du hast noch nie das Foto eines Opfers mit dir rumgetragen. Nicht, solange wir zusammen sind. Also, weil du mir deine kleinen Botschaften ab und zu in mein Portemonnaie legst, hast du noch lange nicht das Recht, in meinem Seelenleben rumzuschnüffeln. Gut. Wenn du meine kleinen Botschaften nicht brauchst, dann musst du es eben mit dir alleine abmachen. Weißt du, wohin das führt? Simon! Ihr Schwager hat zugegeben, am Fluss gewesen zu sein und behauptet, komm aber zurecht. Wir sind erwachsen. Geht Ihre Frau auch manchmal fremd?
Herr Winter, wir brauchen die Adresse von dem Hotel. Warum tun Sie das? Sie kommen in mein Haus. Sie fragen mich, wo ich war. Ich will, dass eins klar ist. Jakob ist das Beste, was ich in meinem Leben gemacht habe. Ich will, dass das klar ist. Es ist nur eine Routineuntersuchung. Wir haben ein paar Bilder aus Ihrer Wohnung mitgenommen und die kriegen Sie später zurück. Ich will aufwachen, verstehen Sie? Ich will aufwachen, Sie. Dass das alles nicht wahr ist. Du bist zurück. Sophie ist wie tot. Ich muss immer an Jakob denken. Ich habe ihn gesehen gestern Abend. Wen? Jakob. Gestern Abend? Er war da am Fluss. Hat Steine ins Wasser geschmissen. Ich denke, ich schicke ihn nach Hause, war ja schon spät. Und? Und? Nichts und. Ich habe ihn halt gesehen. Vom Bahnhof bin ich da lang. Am Fluss? Das ist doch nicht der Weg zum Bahnhof. Du hörst mir überhaupt nicht zu. Ist ja nur, falls sie fragen. Falls wer fragt? Na, die Bullen. Ich will halt nicht, dass alles nochmal so kommt wie damals. Ich meine, das verstehst du doch. Warum wie damals? Was war denn am Fluss? Holger hat es mir versprochen, mich nicht mehr anzulügen. Sag mal, spinnst du jetzt oder was? Ich habe Jakob eben da gesehen. Ich weiß doch nicht, was da später noch alles passiert ist. Verstehst du? Keine Ahnung, was die denken. Deswegen. Was sollen die denn denken? Woher soll ich das wissen? Das sind Bullen, verstehst du? Die denken immer irgendwas. Sag eben, ich war Radfahren, ganz einfach. Ich verstehe das nicht. Ja, es ist Panik, es ist bloß die scheiß Panik. Bella, ich hab's. Ganz kurz. Die Welt stand starr. Sie hat von sich gesprochen. Wann am Telefon? Ich hatte zu tun. Ich kann nicht jedes Mal alles absagen, wenn es ihr nicht gut geht. Das war ja nicht das erste Mal. Sie haben mich angelogen. Sie haben mit ihr telefoniert. Sie haben genau gewusst, wie es um sie stand, aber es war ihnen egal. Worüber haben Sie gesprochen? Doch nicht über Ihre Freundinnen und dass Sie wieder über Nacht wegbleiben. Nein, Ihre Frau wollte etwas anderes wissen. Ob es aus ist. Ob alles aus ist. Was haben Sie ihr geantwortet? Ja, es ist vorbei, ich werde dich verlassen. Verdammt, und wenn es die Wahrheit ist? Früher oder später hätte sie es doch sowieso erfahren. Wer hat denn immer gesagt, dass es nicht gut geht? Sie? Sie hat nur darauf gewartet, dass es so kommt. Alles, was ich wollte, dass du mich in Ruhe zu Ende arbeiten lässt. Dass wir morgen reden, morgen, nicht jetzt. Einen einzigen Tag mehr habe ich gewollt. Ich konnte doch nicht ahnen, dass sie so durchdreht. Hätte es doch gemacht. Alleine. Aber doch nicht den Jungen. Doch nicht meinen Jungen. Wir drehen uns im Kreis. Jeder denkt immer nur an sich.
Und am Ende trifft es die Schwächsten. Auf Wiedersehen. Es tut mir leid. Mehlhorn wollte, dass ich mich im Präsidium melde. Was Ihr Schwager getan hat, sprechen wir darüber. Über Ihre Schwester, Ihren Mann. Ich will keine Hilfe. Mir kann keiner mehr helfen. Stehen bleiben! Ich habe Jakob geliebt. Ich wollte nicht, dass er... Ich habe ihn geliebt. Sagen Sie mir, was Sie gewollt haben, Sophie. Sie sind aus dem Haus gegangen und haben Jakob gesucht. Und dann haben Sie ihn gefunden. Er hat geweint. Und sein Kopf tat ihm weh. Er wollte zu Uwe. Papa hilft uns, hat er gesagt. Er wollte zu ihm mit der Eisenbahn. Ich musste ihn doch beruhigen. Ich wollte nicht, dass er Angst hat. Und da habe ich die Eisenbahnwaggons gesehen. Und hab ihn da reingehoben. Er konnte nicht alleine einsteigen. Aber er hat sich nicht beruhigt. Nein. Er hat geweint. Geweint. Und ihm war schwindelig und er war ganz blass. Ich hab ihn in den Arm genommen. Er hat immer gefragt, wann der Zug losfährt. Bald, hab ich gesagt. Gleich fährt der Zug los. Ich habe ihn gehalten und habe ein Lied gesungen. Ich habe ihn an mich gedrückt, so fest ich konnte. Aber es hat zu lange gedauert. Immer noch hat er sich bewegt. Ich habe ihn gehalten, bis er still war. Ganz still. Und dann? Ich bin rüber, auf die Gleise. Ich konnte nicht. Der Zug kam immer näher. Und ich habe die ganze Zeit Jakob vor mir gesehen, wie er da sitzt. Es war noch warm, als hätte ich ihn noch in meinem Arm. Es war so laut, all diese Räder. Ich wollte zu ihm. Unsere Angst schützt uns, auch wenn wir das nicht wahrhaben wollen. Sie hilft uns. Sie denken doch, ich bin ein Tier. Aber das bin ich nicht. Ich bin seine Mutter. Ich bin doch seine Mutter. Kommen Sie. Kommen Sie zu mir. Ich bin da. Ich meine, er hat sie noch bestimmt erkannt, oder nicht? Du hast immer gesagt, ich hätte dir damals nicht geholfen. Ich wollte, aber es ging nicht. Du konntest immer so viele Sachen besser als ich. Verstehst du, ich hab dich beneidet. Du hast immer gemacht, was du willst, das konnte ich nie. Das ist doch jetzt nicht wichtig. Bitte, du hast sie noch nicht erkannt. Sie war so enttäuscht. Und plötzlich dachte ich, sie liebt dich mehr als mich. Plötzlich war ich nichts mehr wert. Verstehst du, ich konnte dir nicht helfen. Sophie, was ist mit Holger? Das ist für dich. Für Anna. Das ist ein Kleid für Anna. Ich dachte, ein schönes Kleid kann sie doch jetzt gut gebrauchen. Es wird Sommer. Und für die Beerdigung. Ich habe mir vorgestellt, wie hübsch sie darin aussehen wird. Naja, du wirst es ja sehen. Ich habe auch einen Schal gekauft. Mit Flugzeugen drauf. Die hatte doch so gern gehabt. Magst du mal sehen?
Hier, Sophie. Sie hat gesagt, der nächste Winter kommt bestimmt. Du machst mir Angst. Ich hätte nicht kommen sollen. Warum? Was hat Holger getan? Nein, nein, nein. Warte, bitte, du musst es mir sagen. War bei dir. Als ich wach wurde, stand er vor mir. Er hat mich beschimpft in dem Haus. Er hat mich festgehalten. Er wollte mich vergewaltigen, als wäre ich ein Stück Vieh. Nein, das ist nicht wahr. Das ist nicht wahr. Er hat mich angefasst. Er hat mich aufs Bett geschleudert. Ich meine, er wollte es tun. Er hätte es getan, wenn Jakob nicht da gewesen wäre. Der hat alles gesehen. Deswegen ist er weggelaufen. Nein, das ist gelogen. Aber es war so. Scheiße. Ich hätte nicht herkommen dürfen. Aber ich wollte dich noch mal sehen. Noch mal sehen? Warum sagst du das? Ich gehe nicht mehr nach Haus. Frag nicht. Ich habe dich immer geliebt. Sophie! Sophie! Natürlich bin ich noch da. Ich warte. Sie hört was Schreckliches. Geschah denn der Überfall vor oder hinter der Eisenbahnbrücke? Die Brücke. Davor. Und was hat der Mann gemacht? Er hat mich gepackt. Er war plötzlich da. Da war ein Gebüsch am Straßenrand. Er hat mir den Mantel über den Kopf gezogen. Er hat mich angefasst überall. Hat er versucht, sie zu vergewaltigen? Ja. Ich konnte nicht weg. Da war mein Sohn, Jakob. Ich habe geschrien. Lauf weg. Ich habe mich gewehrt. Sind Sie vergewaltigt worden? Er wollte es tun. Aber dann ist er verschwunden. Verschwunden? Sie meinen, er ist geflüchtet? Sie sind also nicht vergewaltigt worden, aber er hat es versucht. Er war hinter mir. Hören Sie, mein Kind ist da draußen ganz alleine. Es tut mir leid, Frau Winter, aber wir müssen das hier erst klarkriegen. Sie haben also Ihren Sohn gesucht und Sie haben ihn auch gefunden und waren auf dem Weg nach Hause, als ein Mann aus dem Gebüsch in der kleinen Straße zwischen Fluss und Bahn auf Sie zukam und versucht hat, Sie zu vergewaltigen. Ihr Sohn ist weggelaufen und der Angreifer später auch, ohne sein Vorhaben in die Tat umzusetzen. Ist das soweit richtig? Und Sie können den Mann nicht beschreiben? Konnten Sie denn sehen, wohin Ihr Sohn lief? Ich habe ihn gesucht. Mein Mann ist nicht da. Wir können ihn anrufen. Nein, er ist unterwegs im Osten. Ich weiß nicht wo. Er ist nicht zu erreichen. Gibt es andere Verwandte? Irgendjemanden, dem wir Bescheid sagen sollen? Frau Winter, bitte. Wir werden uns um alles kümmern. Wir werden Ihren Sohn suchen und wir werden ihn auch finden. Glauben Sie mir. Man bringt Sie gleich in ein Krankenhaus und dort wird man Sie untersuchen. Das ist das Beste im Moment. Haben Sie vielleicht ein Foto von Ihrem Sohn dabei? Er hat einen Roller. Einen roten. Einen roten Roller? Ich muss zu ihm. Frau Winter, bitte. Wir brauchen doch erst eine genaue Beschreibung. Wie sieht Jakob aus? Wie groß ist er und welche Haarfarbe hat er? Und vielleicht können Sie uns auch sagen, welche Kleidung er anhat. Was trägt er? Vielleicht. Ich habe keinen Hunger. Was ist denn los mit dir? Tigelst du die ganze Zeit hier rum? Ist das nicht in Ordnung?
Das ist die Paschka. Kriegt die noch was? Naja, sie hat mir 50 Mark gegeben. Ja, wovon sollte ich einkaufen? Die kann warten. Sind wir eben nicht da. Ach komm, dir doch selber nicht viel. Guten Tag, Teichert, Kripo Hamburg. Frau Jasmin Brandt? Ja. Und Ihre Schwester ist Sophie Winter? Ja, ist was mit ihr? Sie ist gestern Abend überfallen worden. Überfallen? Auf der Straße, an der Bahn. Ihr Sohn war bei ihr. Wir haben ihn heute Morgen gefunden. Anna! Nein! Holger! Komm doch mal! Da ist was mit Jakob und Sophie! Hey, du machst hier alles dreckig. Hallo. Guten Tag. Also das Einzige, was wir wissen, ist, dass es hier auf dieser Straße passiert ist. Das Gespräch hat meine Kollegin geführt. Und der Mann, der ist dann irgendwo aus einem Gebüsch gekommen? Ja. Ja, hier in der Straße. Gut. Dann möchte ich, dass man die Hausbewohner befragt. Vielleicht hat ja irgendjemand was gesehen oder gehört. Also die Gleise da hinten, ne? Da geht der gesamte Nord-Süd-Zugverkehr drüber. Jede Menge Züge. Da hört man nichts. Schrei oder sowas. Kann man gar nicht hören. Also ich meine, wenn wir hier das ganze Bahngelände durchsuchen müssen wegen dem Sand und dann noch die Leute, ist ein bisschen viel. Für wen? Ja, für uns. Dann muss man ein paar Beamte mehr anfordern. Ritter, nehmen Sie das in die Hand. Meine Kollegin wird Ihnen auch nichts anderes sagen. Du weißt doch, dass du hier nichts zu suchen hast. Ist das wahr? Das mit dem kleinen Jungen? Was geht dich das an? Verschwinde. Los, los! Hey. Warte mal. Was hast du denn den Mann da eben gefragt? Nur, ob das mit dem kleinen Jungen stimmt. Woher weißt du denn das? Das haben die da vorne gesagt. Bist du denn öfter hier? Das ist verboten. Ich bin nie hier. Wie heißt du denn? Martin. Und wo wohnst du, Martin? In den Hochhäusern drüben. Hier. Ich will dich was fragen. Guck mal. Guck dir das mal genau an. Kennst du den? Nö. Warum? Vielleicht hast du ihn hier schon mal auf dem Gelände gesehen. Nee. Wie denn? Kann ich jetzt fahren? Ja. Schickes Fahrrad. Tschüss. Baltiger, der von seinem Opfer ablässt, um einen kleinen Jungen zu verfolgen. Das macht keinen Sinn. Trotzdem, er muss einen Grund gehabt haben. Es war dunkel, als der Überfall stattfand. Mit Sicherheit hat der Täter sich hier ungestört gefühlt. Ja? Niemand auf der Straße, niemand hier unten am Ufer. Er hätte den Jungen liegen lassen können, in den Fluss schmeißen. Es gibt Sandkuhlen, Gräben. Er hatte alle Möglichkeiten. Aber stattdessen bringt er das Kind in einen Zugwaggon. Ein Psychopath hätte sich an dem Jungen vergangen. Aber bei uns, da sah er beinahe friedlich aus. So, als wäre nichts passiert. Sie meinen doch nicht, dass er ihm leid tat? Vielleicht. Möglicherweise hat der Täter sein Opfer gekannt. Niemand. Wir kennen niemanden, der uns sowas antun würde. Wer macht denn sowas? Wie lange wohnen Sie hier schon? Etwas über ein Jahr. Die Großmutter meiner Frau wurde schwer krank. Da sind wir aus Kiel hierher. Ja, sie hat mich großgezogen. Mich und meine Schwester. Hier ist meine Heimat. Dann kennen Sie noch Leute von früher. Ich war 8 Jahre weg. Und Ihr Sohn? Ja, ist die meiste Zeit bei mir. Außer morgens im Kindergarten. Ich habe ihn manchmal losgeschickt. Sollte andere Jungs kennenlernen, ist doch nichts. Immer allein. Ich habe ihm das gesagt. Wäre doch bald in die Schule gekommen. Wir brauchen die Namen von den Leuten, mit denen Jakob jetzt und vor längerer Zeit zu tun hatte. Jede Person, die Ihnen einfällt, auch wenn Ihnen das abwegig erscheint. Wollte Ihr Sohn am Freitagabend noch irgendwo was kaufen? Er hatte 10 Mark in der Tasche.
Was? Aber er hat doch nie Geld gekriegt. Man 20 Pfennig für ein Kaugummi, aber hast du ihm das Geld gegeben? Nein. Vielleicht hat er es sich selber genommen. Nein, das ist nicht möglich. Er ist ja gleich nach dem Mittagessen raus und nicht nochmal zurückgekommen. Aber wo soll das Geld denn herhaben? 10 Mark? Das weiß ich doch nicht. Also Uwe Winter war zur Tatzeit mit einer Frau in diesem Hotel in Schwerin. Aber jetzt Holger Brandt. 2 Einträge. Körperverletzung vor 9 Jahren. 3 Monate mit Bewährung. Und einmal Haftstrafe vor 7 Jahren. Moment. Hier. 18 Monate wegen gefährlicher Körperverletzung. Na, Halleluja. Scheiße. Frau Block! Hallo! Hierher! Profisohle Größe 43. Soweit, so gut. Könnten Wanderschuhe sein, Angelsport oder Winterstiefel. Alles Mögliche. Dann müsste Hellseher sein. Was haben wir? Einen Vergewaltiger, der von seinem Opfer ablässt, um einen kleinen Jungen zu verfolgen. Das macht keinen Sinn. Trotzdem, er muss einen Grund gehabt haben. Es war dunkel, als der Überfall stattfand. Mit Sicherheit hat der Täter sich hier ungestört gefühlt. Ja? Niemand auf der Straße, niemand hier unten am Ufer. Er hätte den Jungen liegen lassen können, in den Fluss schmeißen. Es gibt Sandkuhlen, Gräben. Er hatte alle Möglichkeiten. Aber stattdessen bringt er das Kind in einen Zugwaggon. Ein Psychopath hätte sich an dem Jungen vergangen. Aber bei uns, da sah er beinahe friedlich aus. So, als wäre nichts passiert. Sie meinen doch nicht, dass er ihm leid tat. Vielleicht. Möglicherweise hat der Täter sein Opfer gekannt. Niemand. Wir kennen niemanden, der uns sowas antun würde. Wer macht denn sowas? Wie lange wohnen Sie hier schon? Etwas über ein Jahr. Die Großmutter meiner Frau wurde schwer krank. Da sind wir aus Kiel hierher. Ja, sie hat mich großgezogen. Mich und meine Schwester. Hier ist meine Heimat. Dann kennen Sie noch Leute von früher. Ich war 8 Jahre weg. Und Ihr Sohn? Ja, ist die meiste Zeit bei mir. Außer morgens im Kindergarten. Ich habe ihn manchmal losgeschickt. Sollte andere Jungs